Oh mein Bob, ich begrüße euch, liebe Leute. Da habe ich gerade mit diesem super schlimmen Wortwitz Daniel getriggert, der noch in der Küche steht und entsetzt zu mir rübergeschaut hat. Ich begrüße euch. Ich begrüße euch recht herzlich hier zur Indie-Zone NRW Staffel Nummer 3. Es ist die Woche der aufregenden Momente nach dem Senderneustart von Nerdster TV. Nun jetzt auch der Staffelstart der Indie-Zone NRW Nummer 3. Was das bedeutet, was wir alles erleben werden und vor allen Dingen, was wir heute erleben werden, das gibt es direkt, aber auch wirklich direkt nach dem Intro. Da geht der Chat auch schon direkt mit OMB. Vielleicht setze ich das durch. Ich würde mich freuen. Schön, dass ihr da seid, liebe Leute. Ich begrüße euch. Ihr seid immer noch da. Staffel 1 wart ihr an meiner Seite. Staffel 2 wart ihr an meiner Seite. Und nun jetzt zur neuen Sendezeit aus dem neuen Nerdstar-Studio seid ihr immer noch an meiner Seite und wollt den Release der Indie-Zone NRW Nummer 3 feiern. Das freut mich sehr. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch. Ich lese einige Namen im Chat, die vielleicht schon einige der Indie-Zones mitbekommen haben und vielleicht der ein oder andere, der jetzt das allererste Mal zuschauen kann, weil wir jetzt um 18 Uhr starten. Jeden Dienstag und jeden Freitag statt 11 Uhr 18 Uhr, wir wandern also quasi mit diesem Format, mit dieser Show ins Hauptprogramm, könnte man meinen. Also ich fühle so ein Upgrade, ich fühle mehr Wertschätzung aus der Redaktion, aus der Sendeeinrichtung Nerdstar für die Indie-Zone NRW. Wer ist denn schon in den vorigen Staffeln mit dabei gewesen und ist jetzt treuer Indie-Zone Pappkamerad und war schon zuvor an meiner Seite? Ich sehe hier so ein paar Namen, Retrific zum Beispiel. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass du reinschaust. War schon Gast in der Indie-Zone NRW. Und subbt auch direkt mal rein mit einem Prime-Abo. Vielen Dank, lieber Retrific. Ich hoffe, es geht dir gut und ich hoffe, du hast den Release schön überstanden. Ist ja jetzt schon einige Wochen her. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen Resümee ziehen. Was ist passiert bislang? Almighty Fee, 24/7 immer mit dabei bei der Indie-Zone. Hat, glaube ich, alles gesehen, bis auf wenige Momente, die blockiert wurden durch ein Meeting. Munchie Crunch hat zumindest die Alerts kommentiert. Sind hier Luke Fair zum Beispiel? Luke Fair habe ich, glaube ich, auch schon mal in der Indie-Zone gesehen. Podmensch, glaube ich, auch. UZ Chris, glaube ich, auch. Ich glaube, so ein paar Leute haben auch schon das Morgenprogramm mitbekommen. Inniplanet ist da. Nicer Trail. Hallo, Inniplanet. Schön, dass du da bist. Liebe Leute, na klar, Indie-Zone-Veteran, ich lieb's, sagt Podmensch. Ja, der hat einige. Einige hat er gesehen. Ist auch so ein, Podmensch ist einer von den Spielertypen, da gibt es ja unterschiedliche Spielertypen. Eher so die, ja, vielleicht kann man das mit dir ganz gut beschreiben. So Tester, so Abenteurer, Gourmet-Abenteurer ist der Dirk. Es gibt auch manche Leute, die sind einfach Videospiel-Abenteurer, die möchten möglichst viele Spiele kennenlernen, sich immer wieder neue Regeln draufschaufeln, egal ob es analoge Spiele oder digitale Spiele, und kriegen gar nicht genug und wollen einfach die komplette Brandweite kennenlernen und viele verschiedene Genres ausprobieren. Und dann gibt es die Spezialisten für bestimmte Genres oder sogar Spielreihen, die das super, super easy wegstecken, beispielsweise, keine Ahnung, 500 Stunden, 1000 Stunden World of Warcraft zu spielen oder Counter-Strike und gar nicht auf die Idee kommen, mal was anderes auszuprobieren. Was für ein Spielertyp seid ihr? Ich müsste bei mir jetzt tatsächlich überlegen. Also ich habe schon so ein paar Evergreens, die ich immer wieder hervorzücken kann und spielen kann, aber ich glaube, vielleicht ist aber auch jetzt hier eine Berufskrankheit, dass man viel Freude daran hat, neue Sachen auszuprobieren, neue Sachen kennenzulernen. Atomara Pilz sagt, OMB ist mein erstes Mal, dass ich dabei bin. Deine allererste Indie-Zone. Sehr hervorragend. Gibt also viel zu entdecken für dich in den kommenden Wochen, denn, das vielleicht noch einmal kurz vorweg erwähnt, ich habe ja schon gesagt, jeden Dienstag und jeden Freitag 18 Uhr startet jetzt die Indie-Zone und das für die nächsten 4 Wochen lang. Also zweimal die Woche, 4 Wochen bedeutet 8 Folgen sind in der Staffel 3 geplant, die wir umsetzen wollen, die auch schon inhaltlich stehen. Also kann ich euch mit absoluter Gewissheit sagen, dass ihr schöne Momente erleben werdet mit den großartigen Spielen, die wir am Start haben. Leute,
Jetzt aber genug geschnackt, lass uns mal loslegen mit der heutigen Folge. Ich habe nämlich sehr viel Bock drauf. Jeremiah wird gleich da sein und mit mir schnacken über sein neues Spiel. Von Gamma Minus erwartet uns Rough Justice, ein Titel, der in den 80ern angesiedelt ist. Ich habe euch nicht zu viel versprochen, wenn ich sage, es wird ziemlich laser und es geht um ja, kernige Typen, Detektivarbeit, Verbrechen, die wir aufklären können, unser eigenes Schicksal, welches wir ergründen werden, was mit uns passiert ist. Stück für Stück schalten wir puzzelfrei, um ja, unsere eigene Story zu erfahren. Bevor ich den Jeremiah dazu hole und mit ihm auch spielen werde, deswegen liegt es schon die Tastatur und die Maus bereit, gibt es einen kleinen Beitrag, der euch alle einmal abholt und auf denselben Stand bringt, damit wir darauf aufbauend loslegen können. History sells, oder zu Deutsch, Leute lieben historische Settings. Eine grundlegende Weisheit, die in allen Medien und in jedem Zeitalter funktioniert. Auch die Games-Branche macht sich nur allzu gerne diesen uralten Trick zunutze und zeigt, die beliebtesten Titel punkten nicht bloß mit innovativem Gameplay und einer tollen Grafik. Kaum etwas zieht so gut wie fast vergessene, irgendwie mystische und doch tatsächlich einmal dagewesene Welten. Dafür muss man es nicht wie einige Action- oder Strategie-Games machen und jede Epoche der Weltgeschichte abdecken. Man muss auch nicht unbedingt, wie viele Shooter-Franchises, alle bisherigen Weltkriege möglichst oft durchspielen. Man kann auch einfach einmal einen viel kürzeren Sprung riskieren. Und so macht es auch der neue Titel vom Studio Gamma Minus aus Paderborn. In Rough Justice 84 wirst du in ein neonbeleuchtetes Büro samt Wählscheibentelefon, Schreibmaschine und Pager geschmissen und fühlst dich von der ersten Sekunde an wie MacGyver. Wen der klassische Comic-Grafikstil nicht 40 Jahre in die Vergangenheit zurückgeworfen hat, wird spätestens beim Klang des Soundtracks von einer monströsen Nostalgiewelle weggespült. Die groovige 80s-Musik stammt direkt aus der Feder des Hollywood-Komponisten Rauf Rec Tobiasi und lässt das Adventure-Feeling vom A-Team auf der Stelle hochkochen. Doch was tut man eigentlich so in seinem verrauchten Büro mitten in einer lila-blau leuchtenden Stadt? In der Story von Rough Justice eröffnest du deine eigene Sicherheitsagentur mitten im Zentrum der Stadt Seneca. Du selbst bist vor kurzem zu Unrecht inhaftiert worden und wurdest aus mysteriösen Gründen frühzeitig entlassen. Weil du dieses Unrecht nicht auf dir sitzen lassen willst und herausfinden möchtest, wer dir aus welchem Grund diese unangenehmen Umstände bereitet hat, entschließt du dich, aktiv zu werden. Mit deiner eigenen Firma baust du dir ein Netzwerk aus talentierten SpezialagentInnen auf, die du im Namen deiner neuen Agentur in den Untergrund sendest, um unterschiedlichste Fälle zu lösen. Dabei verdienst du nicht nur Geld, um dich zu vergrößern, sondern kommst auch nach und nach der Geschichte deines eigenen Falles auf die Spur. Gameplay-mäßig handelt es sich bei Rough Justice 84 um einen umfangreichen Personalmanager. Du suchst dir aus über 100 unterschiedlichsten Kopfgeldjägerinnen und Detektivinnen die talentiertesten aus und schickst sie gezielt auf die für sie passenden Missionen. Dabei verfügen alle steuerbaren Charaktere über verschiedene Skills, Vorlieben und eine eigene, zur Szenerie perfekt passende Background-Story, die für den Erfolg ihrer Aufträge eine Rolle spielen. Für jeden erfolgreichen Auftrag, in dem du selbst ebenfalls Entscheidungen treffen und ermittlerisches Können beweisen musst, wirst du reicher, berühmter und besser und gelangst immer tiefer hinein in die Gefüge des kriminellen Netzwerks von Seneca. Während deines nostalgischen und spannenden 80s-Abenteuers kannst du über 1000 NPCs begegnen und in deren persönlichen Geschichten eintauchen. Und bist du da erstmal so richtig drin, brauchst du vor allem Folgendes: geschicktes Zeitmanagement, ein kühles Köpfchen und das richtige Gespür für Gerechtigkeit. Das richtige Gefühl für Gerechtigkeit. Hallo Jeremiah, schön, dass du da bist. Hey, hallo, grüße dich. Na, grüße dich. Wie geht's dir? Super, hätte ich nie erwartet, dass dir gut ein geht. Trailer von Valhalla und Assassin's Creed und dann Rough Justice. Das ist ein sehr interessanter Übergang. Hervorragend. Du bist Wiederholungstäter. Vielleicht ist der ein oder andere aufmerksame Zuschauer, der ist jetzt hier und sagt sich so, oh, warte mal, Moment. Den habe ich doch schon mal gesehen. Du warst schon in der vergangenen Staffel in die Sonne NRW mit am Start mit einem anderen Titel, Cold Comfort. Und legst jetzt mit Rough Justice eine komplett andere Richtung ein. Cold Comfort war ein Survival-Shooter, da ging es um irgendwie Zombies und Apokalypse und man musste um sein Überleben kämpfen. Jetzt in Rough Justice sind wir in den 80ern, alles ist so ein bisschen Laser und Personalmanagement. Was würdest du sagen, seid ihr als Studio
einfach, könnt ihr euch nicht auf einen Genre einigen oder liebt ihr einfach Videospiele und wollt alles ausprobieren? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Ich muss ehrlich bestehen, dass Cold Comfort hat ganz viel Potenzial natürlich, ne? Aber wir sind ein junges Studio, ein ganz kleines Studio. Und die Resonanz, das wir haben bekommen von Investoren und Publishers, die haben gesagt, wow, ihr wollt ein Multiplayer asymmetrischen Spiel machen und das ist sehr, sehr groß, ne? Ein sehr großwahnsinnig. Ne? Und die ganze rote Fahne. Denn ich dachte, okay, statt deprimiert zu sein darüber, ich habe genau diese rote Fahnen angeguckt und gedacht, okay, ich mache genau das Gegenteil von Cold Comfort. Ne? Ein Singleplayer-System und was sehr, sehr gering ist. Und ja, das ist genau das Gegenteil. So, ja. Das war erstmal ein Experiment, muss ich sagen. Aber interessanterweise, die Interesse für Rough Justice ist größer geworden. Ich meine, wir haben 7000 Wishlists auf Steam jetzt. Krass, Glückwunsch. Was richtig toll ist im Vergleich zu Cold Comfort. Und ich glaube, dass die... ja, vielleicht jetzt in diese Zeiten, wo wir leben, düstere Spiele kommen nicht so gut an. Vielleicht. Ja, vielleicht, ne? Vielleicht, ja. Kann ich mir auch vorstellen. Also vielleicht so der Allererst-Eindruck, der von mir da ist und auch von den Leuten im Chat, das habe ich schon gelesen. Der Chat ist übrigens munter mit dabei. Wenn ihr Fragen habt, scheut euch nicht, denen Chat zu schreiben. Ich werde mein Bestes geben, sie herauszufiltern und dann auch an Jeremiah weiterzuleiten. Der erste Eindruck ist erstmal, boah, das sieht irgendwie cool aus, frisch, unverbraucht und irgendwie habe ich Lust drauf, das auszuprobieren. Was sind so Stimmen, die ihr bekommt, wenn ihr Rough Justice zeigt, ob jetzt auf einer Messe oder ob es jetzt auf eurem Discord ist oder sonstiges. Was für Feedback bekommt ihr? Ja, das ist eine interessante Mischung. Ich meine, wir versuchen nichts gerade Neues zu entwickeln hier oder sowas. Ne? Wir nehmen, ich meine, für die Spieler, das lieben zum Beispiel 911 Operator oder This is the Police. Das ist ein Spiel, das würden die ansprechen. Und wir versuchen einen Mittelpunkt zu finden zwischen diese beiden Spiele zum Beispiel. 911 Operator hat null Story und This is the Police hat nur Story. Ne? Weißt du, du fängst an zu spielen, du denkst, okay, cool, ich kann meine Leute managen und sowas, ne? Und dann gibt es ein Cutscene für 20 Minuten. Und dann darfst du spielen für 10 Minuten und dann wieder ein Cutscene. Und ich glaube, diese Zwischending zu schaffen, ist sehr, sehr wichtig für uns. Mhm. Genau. Ihr wart doch schon bei Cold Comfort, was halt am meisten aufgefallen ist, einfach super Story-lastig. Ihr habt eine riesengroße Welt im Hintergrund aufgebaut, ganz viele Ideen und Plot-Stränge, die ihr so im Ansatz am Start hattet und hinter den Kulissen schon weit geschrieben habt, weit gedacht habt. Wie ist da der Background bei Rough Justice? Seid ihr da ähnlich ambitioniert unterwegs, was die Story und die Charaktere angeht? So, man könnte vielleicht sagen, dass ich war faul, ne? Oder man kann sagen, ich war sehr, sehr schlau, ne? darum, in Cold Comfort, man fängt an, die erste Map ist in Seneca. Und in Rough Justice, du spielst auch in Seneca. So, oh, okay. Ja, ich meine, völlig andere Zeiten natürlich, ne? Aber wir konnten natürlich ganz viel von dieser Lore von der Stadt, das wir haben schon gebaut, benutzen für Rough Justice. Warum nicht? Ne? Ich meine, wir haben das selbst ausgedacht und da gibt es keine Zombies natürlich in Rough Justice. Noch you nicht. Never know. Ja, yeah, genau. Genau. Halloween-Patch. Ja, genau. aber die Interessante daran für mich ist dieses Konzept, dass mit 100 verschiedenen Agenten, dass du darfst dich auswählen, welche du haben willst. Das ist nichts vorgegeben. Und dass zum Beispiel, wenn du willst, zum Beispiel 5 oder 10 Agenten, alle rothaarig, bitteschön, kannst du machen. Ne? Und ich glaube, dass Leute, ich meine, ich persönlich natürlich, ich will meine Charakter haben, dass ich möge. Ne? Und ich finde das auch interessant, wenn du als diese 100 unterschiedlichen Agenten, nicht nur mit die eigenen Background, aber die eigenen Stimmen auch. Zum Beispiel, ich kann mich daran erinnern, wenn ich habe Baldur's Gate gespielt damals. Da waren Charaktere, dass vielleicht die Werte waren nicht so gut, aber die waren einfach richtig geil drauf. Ne? Ja, ja. Coole Stimmen, ja. Und du denkst, wie, ach komm, ja. Ne? Das macht viel mehr Spaß. Ja, voll. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Also ich habe zum Beispiel bei dem Miniaturenspiel X-Wing
Da habe ich auch viel lieber Flufflisten gespielt. Also Piloten, die auch tatsächlich aus derselben Zeit kommen, die auch wirklich miteinander geflogen sind in den Comics und so weiter und so fort, in der Star Wars Lore. Da, so habe ich meine Listen gebaut und nicht unbedingt nach, wer hat jetzt die besten Eigenschaften oder sowas, sondern ich habe viel mehr Flufflisten gespielt. Das bedeutet, ich war nie sehr erfolgreich, aber ich hatte viel Spielspaß. Also ich kann das voll nachvollziehen, was du sagst. Genau, genau. Ja, ich habe übrigens so ein paar Stimmen, waren ja schon gerade im Chat, also zum Beispiel Luke Wert geschrieben, oh, da hätte ich Bock drauf. Also es sieht, wie schon gesagt, das kann ich genauso bestätigen, auf den ersten Blick erstmal super, super spannend und interessant aus. Ich glaube, das letzte Personalmanagement-Game, an das ich mich so richtig erinnere, war, glaube ich, Pizza Connection. Okay. Also, keine Ahnung, vielleicht finden wir Parallelen, wir spielen es ja gleich auch noch und schauen ein Spiel rein und werden so eine eigene Karriere starten und als quasi ja, Agentenoberhaupt, Detektivoberhaupt. Ich bin gespannt, ob ich da irgendwo Lücken sehe, dass man da vielleicht, dass ich so eine Kooperation in die Wege leiten kann. Vielleicht gibt es so einen 80er Jahre Rough Justice featuring Pizza Connection Cameo oder sowas. Das wär ziemlich funky. Ja. Ich würde gerne zwei Dinge kurz sagen, bevor wir fangen an. Mhm. Erstmal vielen Dank an Mediennetzwerk NRW. Das hat das überhaupt ermöglicht. Die sind so toll zu uns. Ne? Ich meine, guck mal, wir sind ein sehr, sehr kleines Studio. Und wir haben kein Spiel bis jetzt rausgebracht. Und das ist echt super schwierig, besonders jetzt in diese Zeiten. Aber die unterstützen uns. Die haben uns zu mehreren Messen geschickt. GDC waren wir, in Kiel waren wir, in Gamescom auch. Und das ist echt, da gibt es ganz viele Indie-Studios da draußen. Und die Unterstützung zu haben von so einer Organisation ist sehr, sehr toll. Und die zweite Dinge, ich würde sagen, ist, dass für alle die Zuschauer, das ist ein Prototyp, was wir gleich angucken. Das ist auf gar keinen Fall fertig, auf gar keinen Fall. Und sehr rough ja. gemacht in Hafen in sehr, sehr kurzer Zeit mit sehr geringem Budget. Ja, aber ich finde, das ist eine große Stärke der Indiezone NRW, dass wir die Chance bekommen, unsere Seite nämlich, so früh bei einer Entwicklung eines Videospiels mit dabei sein zu dürfen und so einen frühen Prototypen zu sehen. Das ist eigentlich ja was man nur irgendwie so auf den sozialen Netzwerken in GIFs oder in Screenshots zu sehen bekommt. Vielleicht hier und da mal so ein Teaser-Trailer. Und wir dürfen gleich richtig reinspielen und mal die ersten Meter machen in dem Spiel. Also ich glaube, das wissen die Leute einzuschätzen, dass das hier ein Prototyp ist. Und ich glaube, es sind eher alle neugierig, da zu sehen, wie sieht so ein frühes Videospiel eigentlich aus. Ja. Genau. Nostalgie pur. Wenn man das Logo sieht, dann braucht man nicht lange, um da irgendwie sich in den 80ern zu orientieren. Auch der Soundtrack zieht einen schon direkt irgendwie mit rein. Ich fühle mich direkt so in diese klassischen 80er Jahre Actionfilme auch so ein bisschen reingezogen, so die typischen Charaktere. Ich habe gelesen, dass euer Komponist sogar unterwegs ist für Hollywood-Filme und Trailer. Kannst du ein bisschen was zu der Musik im Spiel sagen? So, Rauf, ich kenne ihn seit ein paar Jahren und am Anfang, wenn wir haben mit Cold Comfort angefangen, er hat mich kontaktiert und gesagt, ja, ich würde gerne die Soundtrack machen für Cold Comfort und sowas. Und ganz viele Komponisten kontaktieren Indie-Devs, ne? Die wollen eine Chance haben. Und er meinte, ja, okay, danke schön, ne? Ich würde es überlegen. Und er meinte, ja, ich mache das nur, wenn ich kann den ganzen Soundtrack machen, sonst nicht. Ne? Und ich dachte, okay, ja, mach. Und dann gehe auf seine Webseite und ich gucke seine Referenzen an. Ich dachte, okay, ich meine, interessant. Ich meine, er hat wie die Soundtrack für Narcos gemacht und er hat ganz, ganz viele Trailers gemacht für Destiny 2, für ganz viele Hollywood-Filme auch. Auch für Battlefield hat er was gemacht. Aber ihm war wichtig, dass er dürfte den ganzen Soundtrack machen und nicht nur einen Track. Und er war sehr angeturnt von Cold Comfort. Ne? Und genau, und dann habe ich ihn auch gefragt, ob er würde die Soundtrack machen für Rough Justice natürlich. Ne? Und er meinte, ja, sofort. Ne? Und er steht richtig auf 80er Musik. Und das ist auch interessant, was du vorhin meintest. Ne? Ich meine, ich komme mich richtig alt vor. Ihr waren nur in den 90er geboren, ne? Und Rauf auch. Und dieser Zusammenhang mit den 80er Jahren haben wir nur vom Fernsehen oder vom Filmen und sowas. Ne?
Ich war da. Ja. genau. Habe ich mich ein bisschen Sorgen gemacht, ob ich sollte einen alten Hase engagieren, um die Soundtrack zu machen, aber er macht das einen sehr guten Eindruck. Ist es dir aus dem Grund leicht gefallen, dich in das Jahrzehnt zurückzuversetzen? Was hast du vorher in der Recherche dir vielleicht angeguckt, um den Flair nochmal so richtig einzufangen und in ein Videospiel zu bringen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, unsere Moodboards, das wir haben zusammengestellt, waren sehr, sehr komplex, muss ich sagen. Ne? Und klar, man muss, wenn man überlegt in die 80er, was gehört zu die 80er, das ist ein Pandoras Box. Ne? Du kannst es aufmachen und nicht aufhören. Aber wir haben versucht, einen Anhangspunkt zu bekommen. Zum Beispiel momentan, da gibt es über 2500 verschiedene NPCs im Spiel und über 500 verschiedenen Organisations oder Firmen. Und wenn du überlegst, okay, was ist eine 80er-Jahre-Firma? Ne? Und für Leute, das war nichts in den 80er, die denkst, okay, die waren bestimmt genauso wie jetzt. Aber nein. Zum Beispiel in Amerika, da waren Photo Huts. Ne? Zum Beispiel, das ist auf dem Einkaufszentrum, auf einem Parkplatz, das ist nur eine kleine Hütte, du bringst deine Fotos dahin, zu entwickeln. Ne? Photo Hut. Ne? Wer hätte gedacht? Ne? und solchen Dingen. Oder Aerobics. Aerobics waren so gigantisch in Amerika. Ne? Unglaublich. Oder zum Beispiel ein Video-Rental-Store. Ne? Das gibt es nichts mehr. Vielleicht ein paar oder höchstens DVDs. Aber für mich als Kind, ne, jeden Freitagabend, ne, du holst einfach 6 Videos und das war dein Wochenende. Ja. Ne? Und solchen Dingen. Und das natürlich macht natürlich Spaß, diese Recherche zu machen. Ja. Aber es ist gefährlich. Ne? Wir können ja gerade jetzt mal hier kollektives Brainstorming machen. Was fällt uns ein, wenn wir an die 80er Jahre denken? Der Chat jetzt auch dazu aktiviert. Also Feuer frei. Vielleicht gibt es ja ein paar Leute auch, die 80er ähnlich wie du hautnah miterlebt haben. Also ich denke an diese Aerobic-Videos auf jeden Fall. So diese Neon-Trainingsanzüge. Daran denke ich. Ich denke an Rollschuhfahren. Ich denke an MacGyver. Das sind so die 80er. Ich denke natürlich denke ich auch an Star Wars. Ich glaube, Star Wars hat schon in den 80ern großen Einfluss gehabt. Was ist hier so? Man muss natürlich aufpassen, solchen sozialen Referenzen reinzubringen in ein Spiel, ne, aus legalen Gründen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also da hier und da aber so ein kleines Easter Egg, glaube ich, würde dich freuen. Star Wars doch 70er, ja, aber ja nicht alle Filme. Star Wars Episode 4, der erste kam 77 raus. Und Episode 5 dann 1980, also zählt das, denke ich, ganz gut rein. Baywatch wird hier gerade nochmal genannt. Baywatch, ja, da sind wir dann nicht bei den Trainingsanzügen, sondern bei den Badeanzügen. We'll put a Baywatch mission in there somewhere. Okay. Ja. Ja, richtig. Mal gucken, ob noch... Apropos Star Wars, jemand hat gerade über meinen Akzent geschrieben. Wenn ich Deutsch rede, ich fühle mich, wenn ich rede wie Yoda. Darum, ich habe das Gefühl, ich behalte den englischen Satzbau und ich tausche die Worte einfach aus und ich flippe die Satz nix aus. Ne? Ja. Das ist die deutschen Sprache, oder für euch, das ist die englische Sprache ist umgedreht sozusagen. Ja. Mit der Satzstruktur. Ach, aber es ist 100% verständlich und ist äußerst sympathisch. Also, okay. So, also ich finde es sehr herrlich. Es macht Spaß, dir zuzuhören. Okay, gut. Ja, dann schnall dich an, du hast noch 1,5 Stunden. Ja. Spielhallen, Videospielautomaten wird dir gerade nochmal genannt. Video Arcades, ja, genau. Ja, genau. Ja, Karten, die habe ich tatsächlich nicht so richtig leider miterlebt. Ich war, wir sind mit der Familie immer in den Urlaub gefahren, über Silvester nach Holland. Und da gab es die halt noch, die Arkaden. Da war ich dann immer drin. Aber ansonsten, ich glaube, ich war in Deutschland in keiner einzigen Arkade, um Videospiele zu spielen. So, wenn ich ein Kind war, ich habe die 1,5 Meilen, die Straße runter, war ein großer Amusement Park, ne? Ein Vergnügungspark, ne? Und da war eine riesige Arkade da drin. Und die sozialen Elemente war, dass wenn du gegen jemanden spielen willst, du nimmst ein Quarter und du tust es oben drauf. Ne? Mhm. Du hast die nächste Runde. Und da waren Arcade Sharks. Leute, die haben richtig für Geld gespielt. Ne? Mhm. Und du musst echt aufpassen. Du kannst ganz viel Geld verlieren. Ne? Ja. Aber das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, auch das klingt nach ein paar
Mission hier in Rough Justice, ja, genau. die Arcade-Banditen fassen. Wir haben ja eben schon kurz gesagt, heute dürfen wir, ich spanne euch nicht mehr ewig auf die Folter, keine Sorge, wir hüpfen gleich ins Spiel, deswegen sind wir alle hier, das wollen wir unbedingt sehen. Vielleicht haben wir noch so ein, zwei letzte Sachen. Eben haben wir schon gesagt, dass man gerne dabei ist im Prozess einer Videospielentwicklung. Ihr selber seid super aktiv, unter anderem auf Steam und seid da ständig live. Ich kriege ständig irgendwie Notifications, dass ihr auf Steam live seid und da auch Sachen anspielt oder Sachen zeigt. Wie wichtig ist euch da der Austausch mit der Community? Was bekommt ihr für Feedback und wie lässt sich das einarbeiten in so ein Projekt? Das war wie 6 Fragen. Ja, sorry. So, ganz kurz, da gibt es unterschiedliche Methoden, wie man dran geht an einer Community. Ganz oft zum Beispiel diese AAA Studios, die arbeiten mit Codenames. Ne? Zum Beispiel, Leute arbeiten auf ein Spiel, die dürfen deshalb nichts mal nennen, die Namen vom Spiel. Mhm. Und kurz vor die Erscheinung, das wird veröffentlicht und sagt, hey, in 2 Wochen gibt es dieses Spiel, was wir haben seit 2 Jahren dran gearbeitet. Ne? Und dann alle Leute, oh mein Gott, das ist so geil und sowas. Wir haben natürlich nichts diese Möglichkeit oder diese Gelegenheit, das zu machen. Und das will ich auch nichts unbedingt. Und ich glaube, als Indie-Developer, man ist mehr oder weniger gezwungen, auf die Community zu hören. Und ich bin so ein Mensch, dass ich höre das gern, diese Feedback zu bekommen. Und dadurch, dass wir sind noch nichts gesigned, wir haben keinen Publisher noch nicht. Wir haben, das ist ein tolle Gelegenheit zu sagen, okay, was können wir jetzt ändern, ne? Bevor ein Publisher drankommt oder ein Investor oder sowas, ne? Und die sagen, okay, so machen wir das oder sowas, ne? Und dann gibt es immer diese Diskussionen und zum Beispiel mit Cold Comfort, dadurch, dass wir arbeiten immer noch daran, wir können das immer noch dran schmieden und Sachen verfeinern. Damit die, meiner Meinung nach, die schlimmste Ding, was könnte passieren, ist, dass plötzlich du bekommst ganz viel Geld und du hast keinen richtigen Plan. Ich kenne ganz viele Developers, die haben auf andere Projekte gearbeitet, wo die haben ein Konzept, die haben Geld bekommen dafür und dann die sind in eine Richtung gegangen und dann gemerkt, nach 9 Monaten, scheiße, wir müssen rückkehren. Mhm. Ne? Darum, wie Confucius sagt, ne? 2-mal messen, 1-mal schneiden. Mhm. Und ich habe schon 10-mal gemessen, gefühlt. Ja. Und ich glaube, das ist eine gute Gelegenheit, nicht nur Leute zuzuhören, aber an das Konzept besser zu schneiden. Darum, sobald die Funding da ist, du musst richtig los. Ne? Du hast ein Burn-Rate, du musst Leute bezahlen und die arbeiten Vollzeit auf ein Projekt. Und genau, das ist ein bisschen schwierig. Ja. 3-mal messen, nur 3-mal. Ja. Wie man hat geschrieben. Du hast eben gesagt, ihr seid jetzt noch vogelfrei, kein Publisher da, der auf der einen Seite natürlich auch mal hier und da vielleicht Dinge vorschreibt oder Einfluss hat auf die Produktion, auf der anderen Seite aber so Grundlagen gibt und ermöglicht, viel und mit Volldampf dran zu arbeiten. Was sind da eure Pläne? Seid ihr auf der Suche nach einem Publisher oder wollt ihr das im Alleingang veröffentlichen? Ja, ich meine, besonders in den letzten Jahren, dieses Konzept vom Publisher ist ein bisschen umstritten oder hat sich auf jeden Fall geändert. Mhm. Ne? Ganz viele Leute machen Self-Publishing. Ja. Und Publishers an sich, die sagen, okay, gib mir 50% von deinem Geld und ich lasse dich deines Spiel veröffentlichen auf mein Steam-Portal. Ne? Und wenn du denkst, okay, interessant, ne? Und ganz viele Leute wollen natürlich nicht diese 50% abgeben oder 70% abgeben. Ich bin der Meinung, dass da gibt es solchen Publishers und solchen Publishers. Du kannst immer eine gute finden. Ich meine, im Endeffekt, die wollen auch Geld verdienen. Mhm. Und ich bin die Meinung, dass Publishers, ganz viele, die sind längst in diese Business und die kennen sich aus. Und wenn ich kann was davon lernen, aber das ist eine Beziehung, wie jede andere Beziehung, das ist basiert auf Respekt. Und wenn wir einen Publisher, das findet das toll, das Spiel toll und uns toll, das ist ein langzeitiges Ding. Das ist nicht nur wie, ich schreibe einen Publisher und ich bekomme das Geld. Nein, 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 das ist wie eine langzeitige Beziehung. Je nachdem, wie lange die Entwicklungsphase ist für das Spiel und wie lange die Verträge, Diskussionen ist, ne? Das kann sein, dass du musst jeden Tag mit diesem Mensch reden für die nächsten 2 Jahre und du solltest es auf jeden Fall gut überlegen, ob das ist ja ein Mensch, das du sympathisch findest oder nicht. Ja. Und genau umgekehrt. Ja. Bei dem Publisher seid ihr jetzt
in dem Sinne noch nicht fündig geworden, aber bei anderen Leuten, die das Spiel toll finden und unterstützenswert. Du hast schon von dem Mediennetzwerk NRW gesprochen, die euch unter anderem hier ja auch in die Indie-Zone geholt haben und euch auf die Messen bringen. Zuletzt das Gamescom-Boot, da hat ja unser Kumpel, unser Daniel, unser Host Daniel, war ja unterwegs und hat mit euch gesprochen und einen Beitrag gemacht. Und ihr wurdet unter anderem gefördert von der Medienstiftung NRW. Was ermöglicht das und was bedeutet das für euch? Das ist auf jeden Fall eine richtig tolle Gelegenheit, diese Medienstiftung NRW. Im Endeffekt, das ist kein verschenktes Geld, das ergibt Entwicklern eine Möglichkeit, um die Risiko zu geringen für Publishers oder Investors. Die bieten an sinnlosen Darlehen und die sagen, okay, wir versprechen diese Geld für das Spiel, wenn du die andere Hälfte oder die andere Prozent, die restlichen Geld bekommst von einem Investor. Darum, wenn du ein Gesamtbudget anguckst, mein Spiel, ein Investor sagt, du bist ein Indie, ich weiß nichts, du hast nie ein Spiel gemacht und sowas. Und um diese Risiko zu geringen, die Film- und Medienstiftung NRW unterstützt uns. Das ist natürlich sehr, sehr praktisch und sehr, sehr toll. Das kann ich mir vorstellen. Und wir, Gott sei Dank, wir haben uns die Chance gegeben bei Cold Comfort für unser Prototyp und auch jetzt für Rough Justice. Und das ist eine richtig, richtig tolle Gelegenheit. Darum gibt es diese ganz oft Indie-Developers, die leiden unter Imposter-Syndrom. Ne? Wenn du hast kein Spiel rausgebracht, du denkst, was tue ich? Ne? Und ich bin auch ein Mensch, ne? Und ich brauche positive Erregungen, ne? und positive Worte. Und weißt du, wenn du klopfst auf die Tür, auf diese Publisher die ganze Zeit und sagst, hey, ich habe ein Spiel, und die haben schon 500 andere Leute haben geklopft auf die gleiche Tür heute, irgendwann diese Publisher, die bekommen diese harte Haut, ne? Die sind sehr wie abweisend. Ja, was hast du von mir? Und zum Beispiel, ich schicke die Prototyp, ne? Wir haben so lange dran gearbeitet und so viel Liebe und reingetan in diese Prototyp. Und dann du sagst, hey, hier ist mein Prototyp. Und dann die sagen, ja, das ist nichts ausgereift. Ne? Du denkst, ja, das ist ein Prototyp. Ja, aber komm zurück, kurz bevor du bist bereit, das zu publishen. Ne? Und kurz vor Release. Und du denkst, wie? Und wie? Ich das mache. Ne? Ja. Ja. Und das ist natürlich, aber diese Bestätigung zu bekommen vom Filmstudium-Netzwerk, Film- und Medien... Medienstiftung, genau. Genau. Ja, also ich kann mir das vor allen Dingen vorstellen, ich wollte gerade auch ergänzen, also vor allen Dingen glaube ich auch so diese Wertschätzung für die eigene Arbeit, das ist was glaube ich viel wertvoller ist, als man so im ersten Augenblick glaubt. Also man sieht dann jetzt bei der Stiftung, da ist dann die Kohle, bei dem Mediennetzwerk, die tollen Erfahrungen und das Knowledge, was man dann auf den Events erhält, durch Workshops und sonstiges. Aber das jetzt mal beiseite genommen, ist es vor allen Dingen auch einfach die Wertschätzung. Da ist jemand, der glaubt mit dir an dein Projekt und möchte das unterstützen. Das ist was man gar nicht unterschätzen darf. Das ist Gold wert, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, klar, das ist nichts nur, wir finden es toll oder sowas, ne? Das ist ein sehr, sehr konsequenter und ganz viel Treffen, was man muss haben. Und es geht um Vertrauen natürlich, ne? Und die wollen sehen, ob wir diese Due Diligence machen, zu sehen, ob wir überhaupt reif sind, diese Gelder anzunehmen und sowas, ja, ne? Ja. Und wie gesagt, das ist kein verschenktes Geld, aber das ist the next best thing, ja. Ne? Und sinnlosen Darlehen, das ist einfach ein tolles Konzept. Und das geht wiederum in das Pot für die anderen Spieler, ne? Wenn das zurückgetan werden würde. Genau. Ja, wir sind auch im Game-Verband und kriegen deswegen hier und da irgendwie mit. Und das finde ich schön, dass da auch gerade vom Land so viel Unterstützung für die Videospielbranche in Deutschland bereitgestellt wird. Jetzt gerade hier im Chat steht auch von der Almighty Fee nochmal geschrieben, dass die Film- und Medienstiftung NRW übrigens wieder 1,4 Millionen Euro Fördergelder an Game Desk vergeben hat, was eine unvorstellbare Summe ist. Und was ich meine, ich finde sowieso, Deutschland ist ein Land der Spieler. Das wurde schon lange gefördert und akzeptiert, glaube ich, so ist meine Wahrnehmung zu dem ganzen Thema. Also wenn man zum Beispiel die Brettspielszene betrachtet, da passiert einfach auch viel in Deutschland. Es werden viele Spiele entwickelt
Und wenn dann noch dieser Rückhalt vom Staat da ist, vom Land da ist, dann ist das super cool und öffnet so viele Möglichkeiten. Und am Ende des Tages den ganzen Nerds da draußen in der weiten Welt des Internets Möglichkeiten zu spielen und Spiele kennenzulernen. Wie heute Rough Justice. Ich würde sagen, lasst uns mal reinspringen. Ich habe hier noch eine kurze Orientierung für euch. Geplant ist es aktuell 4. Quartal 2021. Bis dahin ist also noch Zeit und soll wahrscheinlich auch noch viel passieren. Wir werden mal sehen, wie der aktuelle Stand ist, und dann kannst du vielleicht nebenbei auch ein bisschen erzählen, was jetzt die nächsten Schritte sind, an die ihr denkt, wenn du jetzt selber nochmal Rough Justice siehst. Prototyp 0.15.351. Das klingt früh erstmal. Sehr genau. Wir waren sehr genau mit der Update, mit der Versionnummer. Ja. Ja. Ich gehe mal auf New Game. I don't know how you swung it, but regardless, it's great that you're out of the clink. Die Musik ist so geil. I didn't think I'd see you for at least another decade. Ah, du hast wahrscheinlich keinen Ton. Oh, sorry, I didn't come and visit. Ah, okay. You know how things go. Du kennst ja. Court orders. I was barred due to the ongoing investigation. I hope you got the care packages I sent you. I don't know who that lady was I saw at your hearing, but she seemed like she had a vested interest in getting you out. It's all right. You don't have to tell me about it. Keep your secrets. So, according to the Seneca Penitentiary Code, you are due 13 cents for every hour you worked during your stint. After taxes, that comes to exactly $2,500. That's pretty impressive that you ended up with exactly that amount. I gotta say, it's a ballsy move starting up an agency, especially with this current economy. But considering that you're barred from the force, it seems like a good idea all the same, putting those skills to use. And you ain't getting any younger, so running the agency in an advisory capacity seems like a solid move. All right, pal. I'm gonna help you get your new agency up and running. Okay, also, ganz kurz Story umrissen. Ergänz mich sehr gerne, Jeremiah. Wir waren im Knast und wir wissen gar nicht so richtig hundertprozentig warum und wurden irgendwie vermutlich reingelegt, und wir gründen jetzt eine Agency für Detektive und Co., um nicht nur Kohle zu verdienen, Fälle zu lösen, anderen zu helfen, sondern auch Stück für Stück unsere eigene Geschichte zu erfahren und herauszufinden, was mit uns passiert ist. Und das ist unser Start. Und der Kowalski, also mehr geiler Klischeename kann es gar nicht sein, in so ein 80er-Jahre-Detektiv-Cop-Ding. Ist einfach nur herrlich. Steht uns jetzt hier zur Seite und erzählt uns ein bisschen am Anfang, wie man loslegen könnte. Kannst du die Audio runtermachen für mich? Ich kann dich nichts hören. Ah, super. Okay. Sorry. Okay, hier oben sollen wir hinklicken. Currently, you do not have any employed agents. Click on Hire New Agents to browse available agents. Fire agents, hire here new agents. You can see a list of agents available for you to hire as part of your agency. Each agent has their own stats, skills, and professional background. If you click an agent and then the Show Agent Details tab, you'll be able to find out more about the selected agent. Ist übrigens gerade noch mal der Steam-Link im Chat gepostet worden, wenn ihr also jetzt schon so sehr interessiert seid, gerne Wishlisten unbedingt machen. Das hilft den Devs, das kann ich in der Indie-Zone nicht oft genug sagen. Steam-Wishlisten ist super, super wertvoll für die Devs, weil es halt quasi so eine Steam-interne Währung ist. Wie wertvoll ist das Spiel? Wird oft anhand der Wishlist-Einträge ermittelt. Okay. Ich soll das also jetzt um die Ego. Ja, genau. Ich soll also jemanden anstellen. Hast du einen Tipp für mich? Sollen wir die Lucy nehmen? Sure. Okay, kann ich aber I got the hots for Lucy, actually. Yeah. It's like my tier one agent. My game girlfriend. Select an agent from the list shown. Okay. Press the Employ Agent button to hire the agent you've selected. Employ Agent? Wo finde ich den? Oh, Hire Agent. Ach so. Yeah. Great. Now back out of the Agents menu and head to the gameplay screen. Oben rechts. Musst du klicken? You can move around the map with the WASD keys. Give it a try. You can rotate the camera by holding the right mouse button and turning around. Try it. Whee. You can also use the mouse wheel to zoom in and out. Try it now. To get a good overview of the map, press M. Wow. Press M.
Wupp. Ach, meine Güte. Das ist ja riesig. Ja. Welche Inspiration, welche Stadt lag so ein bisschen vielleicht, als Buffalo, Vorlage? New York. Ah ja. Ein bisschen. Time's ticking. We need to find a contract. When you're ready, select the highlighted contract icon on the map. This particular contract is for a security job. Every contract is different and may require a certain set of skills or a certain number of agents to complete. Here you can see all the information on this contract. Mm-hmm. This shows all potential rewards. Mm-hmm. Here you can see all the requirements to accept this contract. Ganz schön gute Bezahlung, finde ich, für so einen Job. Some contracts do not have any requirements. Looks like you lucked out here. Press the plus button to assign your agent to the contract. Normally you would see a list of all currently available agents, but for now, you only have one. Select your agent to send them on this job. As you can see, your agent is now assigned to the contract. Press the accept button to send your agent on their assigned contract. As you can see, the agent is moving to the location of the quest giver that put out the contract. You can pause the game at any time in order to reevaluate your assigned agents or read up on additional information. Hat einen guten Weg vor uns. Vorsicht, die gute. Okay, ja, ich soll you einmal can also pausieren. Fast forward the game to speed up the process. Be aware though, because you might miss out on something important. Once your agent arrives at the contractor's office, a pop-up will inform you that your agent picked up the necessary paperwork and will continue to the contract location. Okay, jetzt wird hier gerade geschnackt. Auftrag entgegengenommen. So ein Vorort. Ist die Frage, was wir da so erleben dann da? Ob die schweren Verbrechen eher in der Innenstadt hier quasi sind oder in den unberechenbaren Vorort. Man weiß nie. Das Design ist übrigens mega cool. Das ist so simpel und so cool. Das funktioniert. Da gibt es einen Tag- und Nachtzyklus auch, wenn du fast forward machst. Ach, cool. More or less successfully. Your agent has collected the rewards and will now head back to the agency. Mhm. There's so much more to do in Rough Justice. But sadly, we ran over budget with our voiceovers and have to end this tutorial. Good luck out there. Dabei ich dachte, wie soll ich ein Tutorial ändern? Damit gibt es so viele Dinge, das man könnte machen, aber ein Tutorial für einen Prototyp, man muss irgendwie ändern. Ne? Ja, das ist schön. Dabei bist du selber Sprecher. Ja, genau, aber ein Freund von mir hat das gesprochen. Ja. Auch ein Sprecher. Genau. Sounds good so far. Hervorragend. Okay, geil. Also der Job ist jetzt auch schon irgendwie erledigt, so wie es aussieht. Das finde ich hervorragend. Die Lucy hat das gut gemacht und geht jetzt zurück ins Headquarter. Ich mache mal kurz auf langsam. Was ich mich bei den Spielen, wo so eine Jahreszahl ist und die Zeit halt läuft die einfach so richtig die ganze Zeit durch? Sind wir irgendwann aus den 80ern raus? Und dann? Sind wir dann in den, Spoiler alert. In den ekligen 90ern? Boybands. Ja. Nächste Mission ist ein Boyband zu gründen. Ja, genau. So, ich schicke sie mal direkt zum nächsten Job. Jetzt können wir sie mal verfolgen, wie sie so rumdüst. Boah, das ist so cool. ein von den Feedback, das wir haben bekommen von. Achso, du kannst auch auf die Icon unten links klicken auch. Ja. Genau, und das wird zentriert. Du kannst auch rauszoomen, reinzoomen. Ja, das ist cool. Gibt es ein DOF, Depth of Field, auch, wenn du reinzoomst. Ein paar Dinge sind unscharf. Ja, und, ja, ne? Ja. Genau. Das ist schick. Das ist einfach schick. Und wahrscheinlich gar nicht so rechenintensiv, ne? Bei dem reduzierten Look. Im Vergleich zu einem Multiplayer Asymmetrical Game with Bullet Drop, nein. Das ist ja, okay, verstehe. Genau. Du wolltest gerade von Feedback sprechen, was ihr bekommen habt. Genau, das Feedback, das wir bekommen, ist, dass das war sehr textlastig, unsere Missions. Ne? Und ja, wir haben uns diese Feedback genommen und wir sind gerade dabei, das umzuändern. Das Konzept ist, dass das wird einen moralischen, manche von diesen Missionen sind moralisch. Das ist kein gewaltiges Spiel. Du musst nichts wie, soll ich ihm klopfen oder nicht? Ne? Mhm.
Das ist mehr wie, deine Agenten haben unterschiedliche Skills und du kannst zum Beispiel jemanden einschüchtern oder du kannst deine Authority benutzen. Zum Beispiel, wenn du die Agent Details gehst. Ja, wo finde ich sie? Genau, Show Agent Details. So wie Dinge. Genau, und du kannst Office Upgrades machen. Ja. Sehe gerade. Und kann alles wie Watercooler. Jeden von diesen Dingen erhöhen deine Chancen, deine Missionen erfolgreich durchzuführen. Und diese Balance zu finden. Alarmsystem, Office Chair 1, 2, 3. Sehr kreativ mit den Namen, ne? Die neue Office Chair 3. Jetzt im Angebot. Eine Expressomaschine. Achso, ein anderes Ding ist mit Handbooks. Die ist aber teuer. Filterkaffeemaschine, also da werde ich jetzt hier im Büro, werde ich jetzt hier viel Negativität ernten, aber ganz ehrlich, so hat jeder angefangen. Oh! Okay, you bought it. Ja klar. Die Lucy hier macht jetzt Überstunden, nämlich. Und deswegen. Okay, Higher Agent, wir können ja nochmal hier dazu. Ach nee, Quatsch. Den haben wir ja schon. Warte, wo kann ich noch gleich neue Agenten hinzu? Achso, nochmal da auf dem Büro klicken. Und dann da. Und dann Hire New Agent. Und dann, du kannst groß draufklicken auf die anderen. Ah ja, alles klar. Birdman. Okay, mal schauen, wenn wir erstmal kurz. Aber du hast nicht genug Geld. Ich habe nicht genug Geld. Ray Ray. Kostet 2500 für den nächsten. Oh, teuer sind die. Aber nur einmalig, oder was? Oder bezahle ich die dann? Monatlich. Das gibt's doch gar nicht. Ja, und du musst sie bezahlen von dem Tag, dass du die anheuerst, für nochmal 30 Tage. Oder genau, einen Monat. Du kannst sie heuern und feuern, ne? Aber du musst sie trotzdem bezahlen. Ach Mist. Aber ich muss doch nicht direkt den ersten Monat bezahlen. Da ist doch erstmal noch Startphase. Ach komm, wir kommen Geld, ne? Genau. Ich mag das minimale Design. Wird doch gerade gesagt. Sorry. Was war das? Achso, ich wollte nur sagen, im Chat wurde auch das minimale Design gelobt. Ja, danke. Okay, wir sind ja gerade in unserer nächsten Mission. Da habe ich aber keine Einsicht, ne, was gerade passiert. Sondern es bleibt in dieser Das Ding ist, diese Timers, das wir haben eingebaut, normalerweise du würdest 5 oder 10 Agenten haben gleichzeitig, ne? Und manchmal, die würden einfach warten, jetzt mit einem Agent, ist ein bisschen langweilig, diese Wartezeit natürlich, ne? Aber diese Koordination zu finden durch deinen Agenten und rauszufinden, wer ist schneller, wer hat die schnellere Auto. Mhm. Nur mal ganz kurz, wenn du zum Beispiel die Shopping Cart, wenn du gehst zu die Shopping Cart gehst, genau. Und dann du kannst auf die nächste Reiter Handbooks. Mhm. Genau, du kannst zum Beispiel, das ist folgendes aufgebaut, dass du, wenn du willst zum Beispiel ein Bounty Hunter sein, ne, du brauchst eine Lizenz dafür. Und um die Lizenz zu bekommen, du musst erstmal dafür bezahlen, du musst einen Test machen. Und dieser Test besteht aus Multiple Choice Questions. Mhm. Und du musst dich vorbereiten für diese Tests. Und du kaufst diese Handbooks, durch vorzubereiten. So, das ist natürlich, guck mal, da gibt es 10 Handbooks, jeweils $500. 500 mal 10. 5000. Genau, das ist schon teuer, ne? Ja. Aber dann du hast dich sehr gut vorbereitet. Aber das ist nicht nur ein Instant-Gewinn, das ist nur wie. Du kaufst diese Handbooks und dann du lernst, über die, du als Spieler lernst über die Regeln von einem Bounty Hunter. Ne? Ohne Gewehr natürlich. Ne? Nichts, dass du gehst raus, in einen Bounty Hunter zu sein, wie, ja, aber Rough Justice hat mir gesagt, so muss ich das machen. Ne? Ja, mit dem Handbooks, das ist die Frage. Kann ich rein theoretisch durch Try and Error oder eigenes Wissen über das Kopfgeldjägertum, könnte ich den Test auch so bestehen oder brauche ich das Handbook, um die Antworten zu lernen? Nee, du kannst es so bestehen, ne? Und zum Beispiel, wenn du, aber das ist nur ein rein mathematisch Ding. Zum Beispiel, da gibt es 10 Handbooks, ne? Jeweils mit 20 Fragen, ne? So, das heißt, im Gesamt 200 Fragen. Und die Test an sich besteht aus 20 Fragen, aber das ist wie randomized.
Ich meine, wenn du die Antwort weißt oder wenn du Glück hast, dann vielleicht bekommst du das. Musst du dir nichts kaufen. Mhm. Oder vielleicht auch. Darum, du wirst ein komplettes Set und du wirst die Achievement Unlock machen. Ne? Genau. Und da gibt es unterschiedliche Autos, was man kaufen kann. Aber nur mal, ich kann nicht genug sagen, das ist ein Prototyp, das war gemacht innerhalb von 3 Monaten. 3 Monate? Ja, genau. Und das war, wir wollten nichts die gleiche Situation haben, dass wir haben ganz, ganz lange an einem Prototyp gearbeitet, ne? Und dann, wir haben auch kein Geld gehabt für diese Prototyp, ne? Oder ganz, ganz wenig. Und wir wollten nur diese Proof of Concept, diese Prototyp haben, nichts in die Hände vom Spieler zu geben, aber erstmal nur so für Publishers und Investoren zu sagen, hey, ne, das ist unser Konzept, das ist die sehr, sehr basic Konzept und wenn wir Geld hätten, ne, stell mal vor, wie toll das wäre. Guck mal, was wir haben geschafft ohne Geld innerhalb von so einer kurzen Zeit. Ja. Und stell mal vor, was wir könnten machen mit Geld. Ja. Ja, verstehe ich. Würdet ihr denn grundsätzlich was an dem Look ändern wollen? Weil jetzt habe ich hier die nächste Nachricht, dass das Design sehr gelobt wird, minimal, clean und doch auf den Punkt umgesetzt und die Farben bringen sofort die 80er zu einem nach Hause. Würdest du an dem Look was ändern wollen? So, ein Publisher hat darauf bestanden. Die haben gesagt, ne, die Look muss unbedingt geändert werden. Ne, und ich musste das auf jeden Fall anhören, natürlich. Die haben gesagt, auf Dauer, das wird langweilig. Ne? Das weiß ich nicht, ob das stimmt. Kann sein, aber das ist, wenn du die Bilder anguckst, ich meine, klar, wir können das verfeinern, vielleicht. Aber ich glaube, wenn du würdest zum Beispiel Ingame-Footage angucken und dann genau mit dieser Farbekombination, das ist nichts verwechselbar mit irgendwelchen anderen Spielen. Ja, das stimmt. Und irgendwann zum Beispiel, du siehst das nichts mehr, habe ich das Gefühl. Ne? Das muss schön für die Augen sein. Zum Beispiel, wenn du jetzt Fast Forward machst, du würdest vielleicht, da, die Sonne geht auf jetzt. Ne? Und die Farben würden sich auf jeden Fall sehen. Ja, das ist ziemlich cool. Sehr schick. Oh, jetzt wird hier, glaube ich, gerade eine. Hier werde ich verlangt. Okay, so, okay. Ganz kurz. Cool. Ich kann es kurz übersetzen. Ja. Oder nee, doch nicht. Ich bin ganz schlecht mit Übersetzen. Denk dir was aus. okay, warte mal. Wir können das ja mal probieren. Vielleicht die Chat sollte entscheiden. Der Chat soll entscheiden. Ganz kurz, ganz viel von diesen Dingen, die sind Repossession-Jobs. Das heißt zum Beispiel, jemand hat ein Auto gekauft, aber nichts hundertprozentig. Die bezahlen ihren monatlichen Raten und die haben das nichts bezahlt seit mehreren Zeit. Und die Bank will die Auto zurückhaben. Und das ist dein Job, die Auto zurückzuholen. Mhm. Und ganz viel von diesen Dingen sind eher moralischen Fragen. Soll ich das tun oder halt nicht? Oder wie soll ich das tun? Und wie du das agierst auf lange Frist, das würde deine Reputation umändern. Ne? Mhm. Wenn du denkst, ey, Mackie, ich würde nichts, Leute würden sagen, ey, er ist echt eine harte Nummer mit ihm. Ne? Mit ihm ist überhaupt nichts zu scherzen. Das würde sich rumsprechen in die Stadt. Ne? Oder wenn du bist zu nett und du lässt so viele sagen wie, ach komm, ne? Morgen komme ich vorbei. Dann vielleicht die versuchen dir, ne, to take advantage of sowas. Ja, also ich würde sagen, wir sind jetzt hier knallhart und wir nehmen erstmal das Vehikel mit. Wir sind jetzt neu am Markt und wir haben jetzt hier den Job bekommen. Das ist unsere Aufgabe und dann erfüllen wir erstmal unsere Aufgabe. Und ich glaube auch, ich sollte das vorlesen. Ganz ja, so, kannst du machen, klar. Your agent calls in. Your agent finds a woman in a tightly packed RV that has seen better days, but could fetch a good price as a refurbished unit. The problem is that the RV and everything in it, in the whole and entire contents of her worldly possessions. If your agent tags the RV for pickup and repossession, the woman will quite literally have nothing. If they don't, they won't be able to complete the contract. So, moralischen Frage. Willst du ein Arschloch sein? Ja, und ihr alles nehmen? Und ihr alles nehmen oder eben nicht? Wie grausam, sagt Steiner der Kick. Erstmal Geld machen. Verdienen wir denn dann Geld, wenn wir das jetzt... Und ganz kurz, bevor du hast diese Contract angenommen, da gibt es Informationen über die Contract, ne? Da gibt es Notizen. Und du konntest diese Notizen lesen, vielleicht hast du nichts gemacht, haben wir nichts gemacht, aber wenn du würdest diese Notizen lesen, du würdest lesen, in diesem Fall, ich kenne das ganz genau, ihren Mann ist gerade gestorben vom Krebs. Oh. Ne? Und sie musste ihren Haus verkaufen und alle sämtlichen Dinge, um die Krebsversorgung zu machen, aber das hat auch sowieso nichts gelungen, denn, ne? Aber sie ist pleite. Und so denn, du denkst, soll ich das tun oder halt nicht?
Und das ist diese, da gibt es unterschiedliche Methoden, mein Spiel zu spielen. Leute, manche Leute, genau was wir eben vorhin geredet, über will ich die alle die beste Werte oder will ich einen Spielspaß haben? Ne? Mhm. Und da gibt es, du kannst eine Vertieferung in die Spiel erreichen, wenn du diese Notizen liest. Ne? Und solchen Dinge. Und vielleicht bekommst du nichts mehr Geld, aber da vielleicht bekommst du ein bessere Reputation oder sowas. Ja. Ne? Das ist immer unterschiedlich. Also Chat ist, glaube ich, größtenteils auf wir lassen das durchgehen und helfen ihr. Und nimmt sehr positiv deine Sprecherstimme wahr. Retrific schreibt zum Beispiel, praktisch einen Sprecher dabei zu haben. Jeremiah hat sogar freundlicherweise für Entwickler aus der Umgebung seine Stimme zur Verfügung gestellt und hat einige coole Beiträge, die wir auch selber schon hier produziert haben, gesprochen, freundlicherweise, um die Szene zu unterstützen, was übrigens ein sehr, sehr cooler Move ist von dir an der Stelle nochmal. Interessanterweise, kurz nebenbei, ein guter Freund von mir Hendrik, er ist die Spielentwickler von das Spiel Evo, was hat gerade die Film- und Medienstiftung NRW Gelder bekommen für 200.000 Euro. Heute das war annonciert auf die Webseite. So viel Glück und gratuliere ihm. Ich habe ganz viel von ihm gesprochen, damit ich finde sein ihm toll und sein Spiel toll, kommt aus NRW auch. Und es ist natürlich toll, solche Gefühle zu haben. Du unterstützt jemanden und dann die bekommen was davon, ne? Oder das wirkt sozusagen. Ja. Ich lasse das mal gerade kurz. Wenn Easy Listener sagt, dass es ein sehr guter Voice ist, dann muss hier stimmen. Danke, Easy Listener. I need your best agent on this security detail. Okay, ich habe jetzt hier bei den nächsten Jobs, kann ich gerade. Gibt es jetzt hier einen Cooldown gerade? Oder warum? Ja. Alles klar. Ah, du warst in den Notizen, der war keiner. Okay, alles klar. Ah, okay, verstehe. Gut, dann schicken wir die Lucy direkt mal auf den nächsten Job. Gibt es Notes hier an der Stelle? Vielleicht bist du noch mal so gut und gibst die nächste Kostprobe. Oh, wait. Oh, ja. Caroline Lemonet. Ich muss erstmal Schleifwerbung. Die Stimmbänder ölen. Hervorragend. So, meine Kinder, die wissen, was ich tue beruflich, dass ich Sprecher bin, ne, vom Beruf. Mhm. Und ich sag immer, dass ich, Papa hat einen Saubertrank, ne? Und mein Saubertrank ist Bananenmilch. Ah. Und die sind fest überzeugt, dass wenn ich Bananenmilch trinke, dass mein Stimm wird sowas vom Karamell. Und wird richtig, richtig glatt. Aber und, die Bananenmilch war aus gerade. Ja, yeah, genau. Du musst nur Limit trinken. So. Okay. With the escalated vigilance among Seneca banks due to the increasing robbery attempts, no one is taking any chances. The Seneca Financial Reserve, a conglomerate of all the Seneca banks, is insisting that all movements of cash and valuables be done so with armored vehicles and trained support staff. Fortunately, you have both and are happy to oblige their skittishness. So. Ich meine, das hilft, solchen Dingen vorzulösen, damit du weißt, warum ging's. Und wenn du bist präsentiert mit dieser Frage, was soll ich tun, das oder das, du kannst viel besser das agieren, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber wir versuchen die Textmenge so vielleicht ein bisschen zu verkürzen. Sonst, ich kenne das auch von mir. Du denkst, ja, okay, Ja, und genau. Was mache ich? Also zumindest mit fortlaufender Spielstunde wird man da, glaube ich. Also das da ertappe ich mich selber bei in großen RPGs, wo es ja eigentlich auch, wo der Dialogstrang halt super wichtig ist. Da hast du irgendwann das Gefühl so, ja komm, ey, den klicke ich jetzt eben durch. So, das ist ja eigentlich komplett falsch. Aber das hängt, glaube ich, einfach damit zusammen, wie lange spielt es jetzt schon am Stück. Das ist zumindest bei mir ist das so. Oh, ganz kurz, mit die Bananenmilch. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich habe das nur ausgedacht. und ich meine, du kannst solche Dinge zu Kindern sagen. Ne? Guter Tipp mit der Bananenmilch. Das würde ich nicht empfehlen, wenn ich ehrlich bin. Genau. Übrigens, ich habe neulich, ich spiele gerade Valhalla. Und das ist ich habe nichts eine Gespräch weggeklickt. Ne? Mm. Das ist eine sehr, sehr spannende Story. Ne? This is Agent Altieri. How should I proceed with the situation? So your agent radios in to say the armored truck's brake pads have shattered on both the front wheels. A freak, but not impossible accident. They think they can fix it, but it'll take time. You're not sure about your agent's confidence when they say that, and so consider what they should do. Fixing the brake pads will slow the delivery down and risk the truck being targeted. So hier ist ein perfektes Beispiel, dass in die endgültige Spiel
du hast irgendwelche Requirements, ne? Oder welche Talenten würden bevorzugt für diese Mission? Und zum Beispiel eine wäre vielleicht Mechanics, ne? Und wenn Lucy ist ein guter Mechanik, dann du würdest vielleicht eine erhöhte Chance haben, das zu fixen. Ja. Ne? Hm. Genau. Was wollen wir machen? Vielleicht die Chat sollte überlegen. Kann ich jetzt nochmal mir Lucy anschauen? Kann ich das wegklicken und gleich nochmal zurückkommen? Nein. Nein. Ah, okay. Ich muss also meinen Agenten kennenlernen. Ja. Hm. Okay, ja. It's dann, a feature, not a bug. Dann entscheidet der Chat. Drive slow oder fix. Jetzt aber zügig. Ist das Spiel Mac-kompatibel, wird gerade gefragt. Noch nicht. Aber du spielst es gerade, so es geht doch. Ja, aber auf dem PC spielst du gerade. Ach so, Mac. Ja, genau. Mac. Verlangsamen. Eventuell, das haben wir vor. Unsere Prioritätenlistung ist in die Reihe PC, dann Switch, dann Mac und dann Linux. Ne? Das ist die Prioritätenauflistung. Ja. Oh je, hoffentlich klappt das jetzt hier. Ist nämlich ein ganz schönes Stück hier, bis in die Stadt rein, bis zur Küste. So, ganz kurz, was diese, wenn ich würde das spielen, gleichzeitig ist du, your agent. Oh, sorry. Oh nein, das tut mir leid. Es war jetzt gerade Corona, okay. weil ich gedanklich war ich jetzt so, ja komm, ich will jetzt schnell die Kohle haben. Ne? Ja, ich will jetzt die Kohle haben, damit ich die nächsten einstellen kann. Das war jetzt so mein Gedankengang. Oh, du hast fast genug Geld. Ja. Yeah. Okay, your agent takes it slow. Okay. Location time. Okay, es hat. Okay, ja. Aber es hat geklappt. Alles gut. So ganz kurz, wenn ich die Spiel spielen würde und du, wir würden unterschiedlichen Verträge haben. Das ist auf ein Random, da gibt es einen Randomizer und jeden Vertrag ist nur gültig für x Stunden. Mhm. So zum Beispiel, wenn die gibt es diese rote Dinge, ne? Nicht, okay, habe ich nichts mehr Zeit. Achso, ich kannte gerade noch nicht, weil sie unterwegs ist. Wahrscheinlich. Ja. Sie ist noch unterwegs. Was denkt die Chat? Ist das ein Twitch geeignetes Spiel? Gute Frage. Ist, glaube ich, wirklich nicht so leicht zu beantworten. Ich kann mir das vorstellen. Also folgender Vorteil ist, glaube ich, da, dass man zwischendurch sich Zeit nehmen kann, auch mal den also sehr aktiv mit dem Chat zu sein und auf Twitch. Und gemeinsam Dinge zu entscheiden. Das ist, glaube ich, was super, super cool funktioniert. Aber ja, ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Würde ich auf Twitch spielen wollen, sagt gerade Wadi. Ich glaube, ich habe einen Versprecher. Ich meinte Switch. Nicht. Ach so, nicht, oh, sorry. Dann, vielleicht habe ich auch einfach falsch verstanden. Für die Switch, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich würde sagen, ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen auf der Switch. Okay, ich glaube, ich nehme Ray. Mal schauen, was hat hier Ray. Oh, du hast du nichts genug Geld. Immer noch nicht. Ach nee, sind die alle zweieinhalb, ja. Achso, ganz kurz, nur mal, du kannst zu die Brieftasse, Tasche, Ja. Und hier kannst du auch eine Übersicht haben von den ganzen Verträgen, ne? Du musst ihn nichts unbedingt auf die Karte tun, ja. Angucken. Und du kannst dich sowieso nichts wegschicken. Klick auf deinen Agent unten, links, die Icon, und dann du kannst sehen, wo sie ist. Ja. Da ist sie. Ja. Sie macht gerade einen Auftrag. This is Agent Altieri. Auch cool. How should I handle this? Geil, dass man... Ein Retro, das geht rückwärts. Ja. It's a feature, not a bug. Geil, dass man aber die Spur sieht. Die Route, das finde ich cool. Genau, wir haben Flugzeuge und Helikopter, das wir bauen ein. Und hier hast du euer Studio nachgebaut, so ein bisschen abseits. Oh, eine Rennbahn. Ja, genau. Oh, okay. Okay, wieder eine Decision, aber hier kann ich es nur... No, contract finished. You did the contract. Ja. Yeah. Okay. Sehr gut. Super. Aber ich habe jetzt Geld verloren, weil der Monat vorbei ist, oder was? Ja. Genau. Ja. Nein. Achso, ja, stimmt. Neuer Monat. Shit.
Ah, ist doch hier eine Krux. 750, was gibt's denn noch? Mama M, du kannst M, dann ja. Kannst auch diese Übersicht haben, so. Ah ja. Denn du kannst sehen, da gibt es mehrere Beträge. Gibt's hier ist ein Ausrufezeichen, was bedeutet das? Der läuft bald ab, wahrscheinlich, ne? Ja, genau. Ja, dann nehme ich den mal. Da kannst du auch bei Contracts klicken und du kannst auch die Übersicht haben, ah, wenn ja, du okay. Willst. Ja, aber ich schicke jetzt erstmal schnell die Dame los. We need your support on this security contract. Boah, da oben. Was ist da denn los? Babysitting? Oh ja, das ist ein guter. Ach herrje. Aber das ist ein guter Job. Der gibt richtig schön Cash. Aber wahrscheinlich gefährlich. Aber sie ist schon im Auftrag. Du hast sie schon einen Auftrag gegeben. Ja, genau. Aber da habe ich ja noch ein bisschen Zeit hier, bis der abläuft. Ja, genau. Hoffentlich schaffst du das. Obwohl... Und du kannst M nochmal drücken, wenn du willst, ja. Rauszugehen. Okay, dann mache ich jetzt hier zügig. Zack. Sie gibt auf jeden Fall Gas hier. Twitch-Integration wäre super, wird gerade gesagt. Das finde ich auch, das liebe ich immer sehr. Wenn Spiele da die Schnittstelle haben und der Chat vielleicht tatsächlich die Entscheidung treffen kann oder Mission auslösen kann oder sowas. Das wäre super spannend. Also wenn ihr das ist eine richtig tolle Idee. Ja, wenn ihr das mitdenken wollt, ist das, glaube ich, was sehr gut ankommt. Moment mal, kannst du irgendwelche Spiele nennen oder vielleicht die Chat kann irgendwelche Spiele nennen, wo das tatsächlich die Fall ist mit solchen Spielen? Ja, ach so, mit solchen Beispielen, wie hieß es jetzt? Das auf dem Mars, wo man eher so ein Tower-Defense-Spiel hat. Mars ist, hieß doch irgendwie Tower Defense oder so. Irgendwer wird mir das sagen können. Da ist es nicht das Spielprinzip, aber du konntest auch als Chat im Grunde die nächste Welle entscheiden, welche Gegnertypen kommen oder sowas. Oder du kannst dich entscheiden zwischen drei Schritten, entweder vielleicht was Zufälliges passiert, du schadest dem Spieler oder du hilfst dem Spieler in die Richtung. Da, Mars Tactical Base Defense, so heißt das Spiel. In die Planet, vielen Dank. I'll check it out. Cool. Ja. Cool. Dead Cells hat das zum Beispiel auch, eine sehr coole Chat-Integration. Tolle Idee, ja. Okay, hier ist kein Zeichen. Aber was für Hindernisse ist denn? Oh, an Platten. Du kannst dir einen Platten geben oder sowas, ne? Ja, vielleicht, genau. Sie hat einen Cooldown in der Mission oder sowas. Okay, what do you like your agent to do? Es gibt hier kein Zeichen von einem Vehicle. Auf jeden Fall. So, du kannst sie mitreden oder du kannst in die Garage gucken. Ja, wir gucken mal neugierig rein. Nur so ein Blick. Ja, du musst ein Auto finden natürlich, ne? Ja, nur einen kurzen Blick. Okay. Gucken, was passiert. Das Schiff ist immer noch rückwärts. Okay. So, ganz kurz, bevor wir starten. In die Prototypen gibt es nur zwei Minigames. Und wir sehen einen jetzt und die sind ziemlich simpel. In die endgültigen Spiele, wir haben geschätzt bis zwischen 20 und 30 unterschiedlichen. Und das endet alles dann natürlich. Ne? Das ist nicht nur Textklicken und diese moralischen, so, um diesen Spielspaß beizubehalten. Das ist wie durch diese random Missions, du weißt nichts, welche Mission kommt jetzt. Und manche Missions würden diese moralischen Frage, manche würden ganz normalen Missions und manche würden diese Minispiels haben. So, stay on your toes. Start Minigame, ich bin jetzt aufgeregt. Okay. Match the pattern. Okay, left to the one, right to using WASD. Kann ich auch die Pfeiltasten benutzen, ne? Oder E? Okay. Ich glaube, Pfeiltasten geht nicht. Kannst du probieren. Für die Karte ging's. Okay, super. Okay, ich soll das Pattern vervollständigen. Okay. Genau. Auf die rechte Seite, du siehst die Code. Normalerweise wird ein Timer sein, aber nichts für die Prototyp. Okay. Zum Beispiel, du würdest 60 Sekunden haben, um diese drei Codes zu schaffen. Und da gibt es drei Reihen. Du musst die richtige Code finden. Ach so, was rechts zu sehen. Ah ja, alles genau. Klar. Alles klar. Ah, da war's schon, oder? Ja. Und dann activate is E. Oh, shit. Ah, nein. Oh! Der passt aber. Sekunde, stopp. Oder? Oder nicht? Okay.
Nee. Was nähert, wenn man so drängt? Drängen wir? Nein, nein. Ihr seid supportive. Hacked. Hey. So, 10 von 10. Cool. Stress. Oh yeah, Lucy. Ich wusste immer, dass ich einfach ein Hacker bin. Ich wusste das. Oh, was steht es hier? Oh, gibt es Stadtteile? Haben die jetzt Namen? Ja, genau. Cool. Oh, nice. Und jedes Stadtteil hat einen eigenen Charakter und gibt es unterschiedlichen Leute, die wohnen da. Mhm. In Amerika, besonders in den 80er Jahren, durch das Amerika ist ein große Migrantengesellschaft. Das ist meistens Migranten. Wenn Leute sind gezogen nach Amerika, die sind ganz oft in bestimmten Stadtteilen gelandet und geblieben mit ihren Leuten. Ja? First try, genau, Potmatch. Okay. Oh oh, das ist jetzt hier die schwierige Mission. Zumindest ja, die, das ist eine coole Mission. Die, genau. Hohes Kopfgeld, sage ich jetzt mal, hohe Belohnung. Mal gucken, ob du das richtig machst. Ja. Ich bin ein bisschen nervös gerade. Ist das hier der Flughafen? Ja, ne, oder? Genau. Ja. Oh. I heard good things about your agency. I hope you gibt noch eine da. Noch eine. Der Flughafen, gibt es ganz viele Aufträge beim Flughafen. Die Sonne geht auf, guck mal. Komischerweise. Durch den Morgengrauen fahren wir. Dicke Hose, das ist die Prototyp from Rough Justice 84. Ganz genau. Das ist sehr, sehr früh in die Entwicklungsphase. Vielleicht können wir noch mal kurz den Steam-Link in den Chat posten. Dort könnt ihr das Ding wishlisten, wenn es euch gefällt. Wir haben ein Personalmanagement-Game, könnte man sagen. Wir bauen gerade unsere Agentenagentur auf und schicken die Lucy durch die Gegend, die für uns Aufträge erfüllt. Und irgendwann haben wir hoffentlich genug Geld, um den nächsten einstellen zu können. Fast, fast. An agent arrived to the location. Oh, was ist jetzt los? So, dieser Auftrag ist, du als ein Politiker, das kommt rein und du musst ihn kutschieren durch die Stadt, ne, und Security machen für ihn. Ne? Und es winkt über 1000 Geld. Ja, das, diese Politiker, die haben ganz viel Geld. Die haben, die haben das Geld. So sieht es nämlich aus. Okay. Ja, bislang noch alles hier stressfrei. Ja, das ist, mit nur ein Agent, das ist nicht so stressig, ne? Aber für mich ist es auch interessant. Oh, okay. Oh nein! Okay, I do need to apologize. This is a bug. Du hast nichts falsch gemacht. Ich habe was falsch gemacht, als Entwickler. Das ist ein Bug. Dann normalerweise die sollte dir die Chance geben, zu reagieren. Aber die Timer war falsch. Ach so, ah, okay. Ah, du hast alle dein Geld wieder verloren. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Nicht mehr. Na gut, ich habe dir einen kleinen Tipp. Du kannst noch eine Agent holen, selbst wenn du nichts genug Geld hast. Warte mal. Achso. Wollte ich nämlich eben sagen. Oh, hier brauche ich zwei, zwangsläufig? Ja, okay. Ich nämlich eben sagen, weil ich habe nämlich, als ich kurz angespielt habe, da habe ich irgendwie direkt drei Stück gekauft. Angestellt. Und das hat irgendwie funktioniert. Und da war ich schon irritiert. Na gut, mach mal. Hau mal drei. Alles oder klar. Zwei. Ich finde, Chuckles muss und auf jeden Fall hier Angie mit ihrer Föhnfrisur. Ist mir egal, was sie kann. Die ist dabei. So, minus 4000. Jetzt aber mal los. Wo sind unsere Missionen? Jetzt wird hier mal ein bisschen Rambazamba gemacht. Hier können wir unseren Chuckles. Ja, ganz kurz, diese Informants, die sind nichts vollständig eingebaut jetzt. Ne? Ah, okay. Aber das Konzept ist, dass du kannst wie Discounts bekommen für Dinge, du kannst Informationen bekommen, aber das ist ein Risiko. High Risk, High Reward. Okay, du musst dir vielleicht Geld geben und vielleicht helfen die dir mit irgendwas. Okay, was ist das hier für eine Mission? Warum braucht man zwei? Genau. Du musst zu der Arkade gehen.
So, bei Notes gibt es vielleicht Informationen. The upcoming band. Okay, da spielt eine Band und offensichtlich zieht das Gesocks an. Genau. Wannabe-Groupies, die wir handeln müssen. Aber das klingt nach einem guten Job. Zu zweit kann man das schon mal lösen. Sehr gut. Guck mal, jetzt ist hier schon ein bisschen mehr unterwegs. Zack, zack. So. Shuckles sah meiner Meinung nach aus wie Dirty Sanchez. Kennst du den legendären Dirty Sanchez? Ja. Ich schick dir nachher mal einen Link. Wir meinen einen anderen Dirty Sanchez. Okay. Als den Originalen. Okay, gut. Okay. So, du bekommst nur die Informationen, die Papierkram. Und dann Chuckles ist gleich dran. Oh, oh, oh. You're right at the venue. Okay. Boah, jetzt ist hier richtig was los. Oh, dein Geld sieht aber nicht so gut aus. Nee, überhaupt nicht. Okay, jetzt haben wir wieder eine Entscheidung zu fällen. So, your agent calls in and says they think someone is handing out crack cocaine at the event. They have a hunch it's one of two people, but they're not sure which just yet and want to do some further investigation. Your agent is asked if they should pursue the low-grade search or not. They're only there to keep things under control, not to do anti-narcotic work. So das ist auch wiederum eine moralische Frage. Eigentlich musst du nur aufpassen, dass nichts passiert zu der Band. Ne? Mhm. Security, du bist kein Polizist in diesem Fall. Mhm. Und das ist eigentlich nicht dein Problem. Mhm. Eigentlich. Das ist die Frage. Solltest du trotzdem aufpassen und sagen, ja, ne, Jungs, hier nichts Crack-Cocaine verkaufen? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ganz ehrlich, Wer war nochmal mein Auftraggeber? Das ist The Killjoy Arcade. Okay, die Arcade. Ja, nee, dann ist das überhaupt nicht mein Bier. Wir sollen nur aufpassen, dass da nicht zu High Risk, kann. High Reward. Mhm. Or High Risk, No Reward. Ach, komm, leave it. Okay, interessant. Interessant. Leben und leben lassen. This is Agent Altieri. How okay. should I handle this? Nächste Frage von Lucy. The vehicle is standing in front of the house. Okay. Das ist wieder eine ähnliche, wir haben natürlich jetzt keine Hintergrundinfos leider. Habe ich wieder die Notes nicht aufgerufen. Deswegen kann ich in dem Fall einfach nur eiskalt sagen, ich weiß von nichts, fällt mir nicht schwer. Mach mal. Ich nehme das Vehicle. Die Karre kommt mit. Sorry. Es gibt Regeln. An die haben wir uns alle zu halten. Ob 80er oder nicht. Ich nehme die Karre mit. Oh, wow, nicht schlecht. Ziemlich viel Geld. So. Jetzt sieht das doch schon wieder ganz anders aus. 700, Kleinvieh macht auch Mist. Vollkommen okay. Und das ist jetzt hier ein Charakter-Push, ne? Er lernt jetzt. Also sie lernt jetzt dazu, die Angie. Genau, jeden Agent hat unterschiedliche Skills, dass sie lernen. Ja, okay. Und ich muss nochmal wiederholen, das ist ein Prototyp und gemacht innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit. Und ganz viele von diesen Dingen sind nichts eingebaut. Zum Beispiel die ganze Requirements und die Rewards, das sind nur für Show jetzt. Du denkst, Moment mal, ich habe 0,3% Increase from Driving bekommen sollen. Ne? Das ist nicht der Fall. Nee, ist alles, glaube ich, wie gesagt, das kann der Chat sehr gut einschätzen. Jetzt hier habe ich gerade einen Job, natürlich irgendwie so ein unsympathischer Bankertyp ist jetzt hier. Hey, it's Hector! Und der möchte, dass wir einfach ein paar Lieferungen an den Start bringen und durch die Gegend fahren, winkt mit einem Taui. Kann man ganz geil machen, gibt ein bisschen Driving-Bonus. Man braucht aber durchschnittlich 3, ne, um es zu machen. Aber alle meine Agenten sind gerade unterwegs. Mal schauen, gibt es hier Notes? Genau, musst du kurz warten. Aber du musst warten, bis sie zurückkommen. Nur bis sie zurückgeht zu die Agency. Ja, genau.
Es wurde ja aber gesagt, also irgendwie ist mir das ein bisschen fishy. Er sagt so, ja, ich bin sicher, du kannst das handeln, super easy alles. Ich weiß nicht. Und jetzt hier diese Security-Boxen von der Bank. Also das riecht irgendwie auch ein bisschen nach einem Überfall. Wer weiß. Ne? Ich meine, das ist kein gewalttätiges Spiel. Das ist nur ein Management-Spiel. Da gibt es eine tiefere Geschichte, was nichts erscheint in die Prototyp. Ein Ding, was wir haben nichts gesehen, ist die Intro-Video für das Spiel. Direkt, wenn du fangst das Spiel an. Und ganz viel von der Story wird da erläutert in die Intro-Video. Das war zwar ein kleiner, billiger Job, aber ich mache das einfach mal so mit. Hier, 1750 Euro, er braucht zwei. Shit. Kann ich auch Mission abbrechen? Später wahrscheinlich, ne? Wow, ey, Portmensch. Das, Dankeschön. Das ist sehr, sehr lieb von dir. Danke. Das, ja. Kann ich das ist auf jeden Fall gut zu hören, darum, wie ich vorhin meinte, dass es diese ständig Klopfen auf die Türen von Publishers und Investoren und auch, das ist echt, das geht langsam auf die Gefühle, ne? Und das ist schwierig, diese, was ist negative oder diese abweisend zu haben auf Dauer, ne? Und man will, ich meine, ich will ein Spiel machen, ne? Und jetzt das einzige Ding, was hält mich davon ab, ist Geld. Blöderweise, ne? Wie wir uns alle. Und diese Publishers manchmal, die sind sehr, sehr hart, ne? Die haben gesagt, das sieht scheiße aus. Oder manchmal, die sind nett und die versuchen nur mit Zucker zu sagen, wie, ah, das ist nichts, was wir suchen momentan. Und es ist schwierig, die Wahrheit rauszufinden von die, ne? Was um mich zu verbessern als ein Entwickler. Ja. Und das ist schwierig. Und diese solchen Dinge zu hören, das ist, klingt sehr, sehr, das fühlt sich sehr, sehr toll an. Darum, ich denke das auch, ne? Wenn die sagen, ey, das sieht scheiße aus, das ist nichts gereift, ne? Die Icons sind nichts perfekt oder die ganzen Bonuses sind nichts vorhanden. Wenn du denkst, wie, ne? Guck mal, was wir haben gemacht mit nix innerhalb so einer kurzen Zeit. Ja, ne? Also, und was können wir machen mit mehr? Ja, das finde ich aber auch also ganz im Ernst. Da musst du dich tatsächlich überhaupt nicht irgendwie runterspielen. Für 3 Monate finde ich das, also das ist wirklich, wirklich krass. Und ein Händchen für den Look zu haben und diese Stimmung abzugreifen. Ach shit, das habe ich schon wieder alle losgeschickt. Ich wollte doch dahin. Das ist auf jeden Fall... Das schüttelt man nicht so aus dem Ärmel. Das ist dann viel Erfahrung und viel Weitsicht, um das überhaupt so zu starten und das Fundament zu legen, um genau. Genug Futter zu haben, um Potenzial ein Spiel einfach dann komplett zu machen. Aber ich muss nur mich korrigieren. Das ist 3 Monate, um die Prototyp zu entwickeln. Aber das ist nichts nur von der Coding-Perspektive. Das hätte es nur gedauert. Aber natürlich seit Januar habe ich an das Konzeptgang gearbeitet, in die Game Design Document und die Story und sowas. Ja. Ne? Genau. Aber hast du in der Entwicklung allgemein von dem Videospiel eine Passage, die dir besonders gut gefällt, die du besonders gerne machst? Also ich vergleiche das jetzt beispielsweise mit unseren typischen Produktionsabläufen. Da hast du ja auch die Pre-Production, also die Vorbereitung auf die Produktion, alles, was dazugehört, organisieren, welche Technik brauche ich, sich Sachen zu überlegen, Konzept schreiben, die Produktion, das tatsächlich Operatives umzusetzen oder die, sagen wir mal, die Postproduktion am Ende veröffentlichen, den Feinschliff machen, Social-Media-Arbeit und so weiter und so fort. Gibt es da einen Moment, der dir besonders viel Spaß macht? Ich meine, interessanterweise, ich arbeite... nicht nur als Sprecher, aber durch diese Erfahrung, die ich habe gesammelt, durch mein eigenes Spiel zu entwickeln, ich bin engagiert für andere Spielentwickler jetzt. Ne? Ich arbeite auf 3 andere Projekte, ist ein Freiberufler und diese Talente, was ich aber gelernt durch ganz viele Fehlern für meine Spieler, ich kann viel einfacher jetzt einwenden für andere Leute. Und dieses Konzept, dieses Original-Anfangskonzept ist sehr, sehr wichtig. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ich bin so einer, dass zum Beispiel, wenn ich ein Rollenspiel mache, ich meine, wenn ich war ein Kind, ich hatte Pool of Radiance, Dungeons and Dragons Spiel auf einen 486 gespielt. Und diese
die Charakteren, die Partei zu stellen. Ne? Ich würde nur das machen, stundenlang. Ne? Die besten Rollen zu machen und die besten Looks vom Spiel, von den Charakteren und sowas. Und das macht mir ganz viel Spaß. Darum, das ist die Grundstein. Ne? Du denkst wie, warum soll ich nicht 3 Stunden investieren jetzt? Darum, im Endeffekt, ich würde mit dieser Partei spielen 300 Stunden oder 100 Stunden oder was weiß ich. Und das ist ein tolles Gefühl zu denken, okay, meine Vision ist entscheidend für den Ablauf von diesem Projekt für die nächsten 2 Jahre oder 3 Jahre. Ja. Das ist natürlich, und ich bin ein bisschen älter und ich hatte ein anderes Leben, bevor ich war ein Spielentwickler. Ich habe 2 Game Localization Studios gegründet. Und Game Localization ist ganz oft der letzte Schritt in die Entwicklungsphase. Und so oft, das hat mich erstaunt, besonders als Spieler, dass die würden sagen, okay, übersetz mal dieses Spiel in 50.000 Worte innerhalb von einer Woche in 18 Sprachen. Du denkst, wie Alter, ne? Das ist unmachbar. Ne? Und wenn du, ich bin ein ausgebildeter Schauspieler und wenn ich würde für Spieler sprechen und ich würde merken, dass die Leute würde nichts die Mühe machen, um die Rollebeschreibung zu machen, ne? Oder mindestens die Texte überhaupt richtig zu schreiben. Und das hat mich geschmerzt. Und dann ich denke, okay, da gibt es so viel, ganz viele Spiele, nicht alle natürlich, ne? Aber das ist ein Maschine ganz oft, ne? Da gibt es Entwicklern-Studios oder Publishing-Studios, die wollen Dinge schnell raushauen, die haben einfach Geld, die müssen es verbraten. Und dann die Leidenschaft geht flöten. Ne? Oder vielleicht es war eine sehr tolle Idee, aber die Publisher hat das umgeändert und umgesetzt. Und jetzt mein Monolog ist zu Ende. Nee, das ist spannend, diese Insight zu bekommen und das aus deiner Perspektive zu sehen. Wird ja auch gerade nochmal im Chat gesagt, in meinem früheren Leben von der Vieh habe ich tatsächlich auch mal ein Spiel übersetzt. Es ist total unterschätzt, was für eine Arbeit das ist. Generell Lokalisierung. Wird auch gerade gefragt, in welche Rolle du für andere arbeitest, wenn man das fragen darf. Nochmal, was? In welcher Rolle du für andere unterwegs bist, für andere Entwickler. Genau, momentan, ich arbeite auf einem nichts genannten Projekt, das darf ich nicht noch nichts erwähnen. Sonst arbeite ich für die Single-Player-Story-Content von die Comanche-Game. Von THQ, Nordic and Nuclear. Mhm. Das ist gerade die in Early Access. Das wird veröffentlicht. Und da gibt es wie 7 Singleplayer-Missions oder 8 jetzt. Und ich arbeite daran mit einem Kollegen von mir an die Singleplayer-Story-Content dafür. Ich arbeite auch, ich mache Business Development für dieses Spiel, was ich aber vorhin genannt, Evil, was hat gerade diese Fördergelder bekommen, NRW. Genau, und das mag ich, das liebe ich gern und ich glaube ganz viele Leute, entweder du arbeitest fest für eine Firma oder du arbeitest freiberuflich. Ich arbeite als Freiberufler und ja, ich will meine Freiheit haben. Ja. Genau. Hört sich aber nach einem sehr abwechslungsreichen Alltag an, also wenn du an so vielen Stellen unterwegs bist und so viele Sachen, so Rollen auch ausfüllst. Ich muss ehrlich sagen, seit ich arbeite nur als Freiberufler für diese andere Spielestudios seit dieses Jahr. Darum, meine Job war in Frage gestellt. Ich mache das seit 20 Jahren. Ich spreche für Werbe, Industriefilme und das letzte Mal, ich habe mich auf Marketing oder Akquisen konzentriert, war bestimmt 15 Jahre her, ne, oder 18 Jahre her. Ja. Und auf einmal fällt der Einbruch, ne? Und ich musste mich umsehen. Und ich meine, man ist immer dieser Glück und Unglück. Ne? Ich hatte ganz viel Zeit plötzlich und einen Bedarf nach Geld und ich dachte, oh Scheiße, was kann ich machen, ohne Sprecherjobs zu bekommen? Hm. Und dann plötzlich durch meine Kontakte mit anderen Spielentwicklern diese Jobs sind zu mir gekommen, ne? Was nett ist, was toll ist. Ja. Und das hilft meine Spiele auch, ne? Meine andere fangen mit anderen Spielen. Ja, ich glaube, das auf jeden Fall, wenn du so viele verschiedene Rollen auch schon mal ausgekleidet hast, dann kannst du diesen Perspektivwechsel machen, der auch hier gerade gesagt wird im Chat von Easy Listener, du denkst wie ein Spieler, was natürlich bei der bei dem Entwickeln von Spielen sehr hilfreich sein wird. Genauso wie schon mal eine Lokalisierung gemacht, dann kannst du vielleicht schon die Schritte bereitlegen für diesen späteren Punkt und kannst dir dort Arbeit ersparen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das hilft, ich meine, ich glaube, die meisten Leute, die arbeiten in die Entwicklung, sind tatsächlich Spielern. Aber nicht immer, ne? Ich meine, ich kenne ganz viele Publishers, klar, das ist, die sind keine Entwickler, ne? Aber die spielen nichts, ne? Publisher sagen wie, schick mir einen Key, ne? Und dann die sagen, okay, ich habe nur ein Mac, ne? Oder ich habe ein Chromebook, ne? Du denkst wie, okay, du bist ein Publisher für PC-Spiele und du hast keinen PC. Das ist schon krass. Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Was auch oft, glaube ich, eine Gefahr ist, wenn irgendwann so große Strukturen da sind, dass dann vor allen Dingen gefährlich in den Entscheiderpositionen Menschen sind, die dann vielleicht so ausschließlich aus der Wirtschaft kommen und nicht selber diese Leidenschaft nachempfinden können, Thema jetzt Videospiele oder generell irgendwie Kreativproduktion, und dann gar nicht selber so das Gefühl dafür haben, was bedeutet das jetzt, was ist daran gut und was daran nicht gut, und Entscheidungen nur auf Basis von vielleicht Zahlen treffen müssen, weil sie gar keinen anderen Anhaltspunkt haben. Ja, leider, das ist die traurige Wahrheit von meiner Erfahrung bis jetzt. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es jemand da draußen, es würde, mein Begriff dafür ist ein Cowboy. Ne? Ein Cowboy ist jemand, das schießt von der Hüfte und geht mit dem Bauchgefühl. Ja, ja. Und klar, die Spielindustrie ist halt eine Industrie, aber man muss es vorstellen, als Indie-Entwickler, ich mache diese Meetings, nur online jetzt natürlich, ne, und mit Publishers, und die sagen, ja, okay, welche AAA-Spiele haben ihr gemacht bis jetzt? Ne? Und du denkst wie, ja, keiner. Ne? Und dann, okay, wie viele Jahre hat dein Lead Coder in die Branche? Mindestens 10, hoffe ich. Ne? Du denkst, kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, und das ist immer diese Fragestellerei und die Art, das ist echt demütigend. Mm. Ne? Und das ist langsam, das tut weh natürlich. Ne? Das ständig diese, du bist nicht gut genug zu hören. Mm. Habe ich deine Frage beantwortet? Was war deine Frage nochmal? Nee, auf jeden Fall. Wie gesagt, also super, super spannend, da so ehrliche und offene Insights zu bekommen von dir. Ich glaube, das lässt die Wertschätzung für Spiele und vor allen Dingen für Indie-Games, die sich dann damit rumschlagen und das alles aus eigener Kraft dann stemmen und organisieren und an vielen Stellen zeitgleich unterwegs sein müssen, weil sie nicht ein riesengroßes Team haben oder so, lässt diese Wertschätzung, glaube ich, noch viel, viel höher ausfallen. Ich glaube, das ist wichtig, darüber zu sprechen und einfach mal diese Perspektive zu offenbaren, die man ja sonst gar nicht mitbekommt. Man sitzt sonst bequem zu Hause an seinem PC, scrollt durch die Steam-Bibliothek und ja, Spiel X oder Spiel Y. Und da Sätze und Perspektiven von den Menschen dahinter zu gehören, ist halt, wie gesagt, sehr, sehr wertvoll. Aber diese Leidenschaft, ne, oder diese, das war deine Frage. Und ich glaube, diese Publishers, die sehen einfach das nix, ne? Ob du bist leidenschaftlich dabei. Dann klar, da gibt es manche Leute, ich denke, du musst leidenschaftlich sein als Entwickler. Du magst jetzt nichts, darum du wirst total stinkreich sein. Ne? Mhm. Dann ist ein großes Risiko. Du magst es darum, du bist leidenschaftlich. Klar, da gibt es ganz viele Spiele da draußen, das sind nur ein Carbon Copy von ein anderes Spiel, und die versuchen nur das Geld zu machen. Klar, gibt es solche und solche. Aber ich kenne ganz viele Entwickler genau in meiner Position, wo die tun alles da rein, die investieren alle ihre Zeit und alle ihren Geld mit der Hoffnung, aber das ist wie Lotto spielen, ne? Ja. Ja. Also, und, ja, genau. Also ich glaube, genau, also Glück gehört dazu, aber das Glück muss dich auch finden, und ich glaube, es findet dich, wenn du an vielen Stellen einfach unterwegs bist und das so ein bisschen auch forcierst und selber alles dafür tust, dass sich das Glück findet, dann ist, glaube ich, die Chance höher. Also ich glaube, das ist sowas wie zu sagen, ja, ich habe halt, also der hat halt Talent. So, das ist, finde ich, das spricht die Arbeit ab, die man geleistet hat, um sich diese Fähigkeiten draufzuschaufeln. Im Grunde starten wir größtenteils mit denselben Bedingungen, also grundsätzlich, ne? Also jetzt äußere Einflüsse ausgeklammert. Und entscheiden selber, was wir damit machen. Deswegen ist sowas wie,
ja, der hat halt Talent, das finde ich dann immer so schwierige Aussagen, weil hinter jedem Werk steckt halt auch Arbeit und viel Leidenschaft und Energie, die man investiert hat. Okay, so langsam werden die Missionen etwas dünner. Hier gerade. Ich bin erstaunt, dass du spielst so lange eigentlich. Darum, für die Prototour haben wir eigentlich nur eine halbe Stunde geplant. Ja, ist auch richtig. Aber das ist halt so, man klickt halt so munter rum und denkt sich so, eine Mission noch. Deswegen, ich wollte nur einmal kurz abschließend zeigen, dass ich jetzt auch durch das Geld, was ich jetzt durch die Mission, die jetzt lief, verdient habe, auch ein bisschen kaufen konnte, Equipment. Da wollte ich dich nur noch fragen, wie dein Plan ist, wie sich diese Geräte dann auswirken auf das Team und auf die, auf die Soft Skills des Teams. Ich glaube, die Mouse Hover, wenn du über die Icons, auf die obere Reihe. Ach so. Die Icons, genau. Die Herz Plus zum Beispiel, die Mouse Hover. Ah ja, okay. Dann gibt es einen kleinen Tipp. Dass zum Beispiel, da gibt es manchen Aufträge, wo du einen Computer brauchst. Ne? Und je nachdem, welcher Computer du hast bessere Werte und bessere Chancen, das zu erfüllen. Und genauso mit der Espresso-Maschine. Das ist immer nur diese Balance. Und jetzt natürlich, das ist nichts balanciert, das ist ein Prototyp. Ne? Aber die Grundsteine sind alle da. Und das ist, die müssen nur, und ich meine, was unser Prototyp betrifft, ich meine, das ist nicht nur wie, ich meine, die ganze Struktur ist schon da und vorhanden. Das muss nur schöner gemacht werden und raffiniert werden. Und dafür brauchen wir Zeit. Ja. Genau. Aber das gibt einen Ausblick daraus, wie deep das Gameplay dann später wird, wenn die Aufträge reinkommen, man immer wieder Sachen machen kann, ein bisschen sich hocharbeitet und dann sich Stück für Stück ausbessern kann mit Equipment. Das wird dann, glaube ich, sehr spannend, wenn diese ganzen Werte der Menschen dann sich stetig wandeln. Das funktioniert, meinst du? Ja. Hier kann man auch Waffen dann später ausstatten. Also es wird auch Kämpfe geben. Du sagst ja, es ist nicht brutal, das Spiel. Nein. Aber wird es in irgendeiner Form Kämpfe geben oder Überfälle? Ist was geplant? Das wird nur in einer Form von einem Minispiel sein. Okay. Ja. Alles klar. Genau. Aber das ist kein gewaltiges Spiel. Aber zum Beispiel, um ein Bounty Hunter zu sein, du brauchst einen Waffenschein. Ne? Gehört dazu. Ja. Aber das wird kein Ballerspiel oder sowas. Ne? Und das ist ein, keine Ahnung, US-14-Spiel oder 12-Spiel. Ne? Ja, okay. Das ist wie, genau. Ich verstehe. Nichts mit Blut oder sowas. Ja. Ich kann mir aber vorstellen, dass man irgendwann mal dann, es ist so 18 plus, Erweiterung gibt vielleicht mit ein paar grausigen Geschichten oder vielleicht tatsächlichen Fällen, die es mal gab oder so. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Rough Justice. Sehr hervorragend. Wie gesagt, der Look jetzt schon super Sahne. Also lass dir da nichts anderes erzählen von irgendwelchen Anzugträgern, die sagen, das wird irgendwie öde oder so. Der Look ist cool. Der Look ist einfach Sahne. Mensch, danke. Vielen Dank nochmal, dass du es angeguckt und dass wir dürfen auch ein ehrliches Gespräch darüber haben und ein bisschen mehr Persönliches. Nicht nur, keine Ahnung, hey, hier ist mein Spiel, ist geil und sowas. Ne? Das kann ich machen, aber nicht so lange. Und ich finde auch, dass die Chat hat auch sehr tolle Kommentar gehabt und sehr unterstützend. Finde ich sehr, sehr lieb von euch. Ne? Ich wollte gerade sagen, da gehören halt immer zwei zu und in dem Fall drei, wenn man den Chat zusammenfassen möchte, zu einer gigantischen Person. Schön, dass du so offen gesprochen hast und so viele Einblicke gegeben hast. Ich glaube, das vermenschlicht Videospiele sehr und liefert einfach eine sehr spannende Perspektive. Ich bin auch Fan von dem Look, steht es hier nochmal. Genau, also lass dir da, wie gesagt, keinesfalls was anderes erzählen. Jeremiah, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Für deine spannenden Dinge, die du angesprochen hast und gesagt hast. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit Rough Justice. Ich kann mir nur vorstellen, dass das schön munter weiter nach vorne geht. Der Chat hat den Link bekommen zur Steam-Page. Dort kann man das Ganze im Blick behalten. Ich habe ja schon gesagt, du bist da regelmäßig live und lieferst immer mal wieder Updates und zeigst Sachen. Unter anderem ja wahrscheinlich auch auf eurem Discord. Da wird man
mit ein bisschen Findigkeit auch hingeleitet und kann sich der Community anschließen, um Feedback zu geben, genau, und sich auszutauschen. Ja, vielen Dank, dass ihr habt alle das angeguckt und mich zugehört. Vielen Dank für dich an dich, Merki. Ne? Ja, sehr, höchst gerne, höchst gerne. Bis zum nächsten Mal. Und Mediennetzwerk NRW. Ja. Genau, ja. Wir sehen uns dann in der vierten Staffel. Schon mal angeteasert. Okay. Okay. Tschüss. Tschüss. So, Leute. Fassen wir nochmal zusammen. Was ein cooles Gespräch, ein cooler Titel. Ich bin ja echt überwältigt, dass wir direkt in der ersten Folge der dritten Staffel so einen auch echt irgendwie tiefgründiges Gespräch führen konnten. Also das war echt super viel Substanz und gibt, glaube ich, wie gesagt, so einen sehr guten Einblick darum, dahin, wie sieht der Alltag aus als Indie-Entwickler. Da ist es nicht nur den ganzen Tag fröhlich in seinem Zimmer vor sich hin entwickeln, sondern diese ganzen Hürden und Aufgaben, denen man sich stellen muss im Dialog mit Publishern und sonstiges, können, glaube ich, auch ganz schön kräftezehrend sein und auch an die Substanz gehen, wie Jeremiah erzählt hat, dass die stetige Ablehnung von man will es auch gar nicht pauschalisieren und verallgemeinern, aber von dem einen oder anderen, sage ich jetzt einfach mal so, Anzugträger, der dann vielleicht die Idee nicht ganz greifen kann oder die ja das Wertvolle an einem Spiel irgendwie erkennen kann, da die Abneigung zu spüren, ist, glaube ich, schon etwas, was einen angreift auf Dauer. Umso schöner, dass da so viel tolle Worte aus dem Chat gekommen sind, super spannende Fragen, die ihr an den Jeremiah gestellt habt und die er da dann auch beantworten konnte. Und besonders spannend möchte ich nochmal darauf hinweisen, stand auch schon eben im Chat, dass wir in der Indie-Zone Staffel 3 nicht nur die Entwickler zu Wort kommen lassen und sprechen werden, sondern auch Publisher, wie die Sichtweise der Publisher ist auf Indie-Games und die Indie-Szene. Da werden wir mit Head-Up Games unter anderem sprechen. Krümel Monstero, vielen Dank für deinen Sub an dieser Stelle. Sub dir gerade nochmal rein. Freut mich, dass die Indie-Zone das Format deiner Wahl ist, um deinen Sub loszuwerden und abzufeuern. Das finde ich sehr schön. Meine Güte, jetzt muss ich mich erstmal sortieren gedanklich. Wir befinden uns am Ende der ersten Folge der Indie-Zone NRW Staffel Nummer 3. Ich habe ja schon gesagt, eingehend jeden Dienstag und jeden Freitag darf ich jetzt Zeit mit Indie-Entwicklern verbringen, ihren Spielen und mit euch im Chat. Und mich würde es sehr freuen, wenn ihr auch in den kommenden Episoden mit dabei seid. Für die nächsten 4 Wochen gibt es zweimal die Woche einen spannenden Indie-Titel, den ich euch zeigen kann. Oder teilweise sogar mehrere in einer Folge. Wir sprechen mit den Devs, wir sprechen mit Publishern und wir sprechen vor allen Dingen mit euch da draußen, die Fragen stellen können, Dinge in Erfahrung bringen können, die sie vielleicht noch nicht wussten oder an der Diskussion teilnehmen möchten, was es bedeutet, in der Games-Branche unterwegs zu sein, was man da so erlebt. Das hat heute eindrucksvoll hervorragend geklappt. Wird eine interessante Staffel, sagt gerade Vadi Dejo. Das finde ich auch. Ihr könnt schon mal in unserem Spielplan stöbern, was es am kommenden Freitag geben wird. Und die nächste Woche ist auch schon eingetragen. Dort habt ihr jetzt einen Ausblick auf die kommenden 3 Folgen. Einfach nerdstar.tv/Spielplan eingeben, dann seid ihr direkt mit am Start. Freunde, ich entlasse euch jetzt in die Freiheit. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das war die Indie-Zone NRW Staffel 3, Folge 1. Auch ein ganz, ganz großes Dankeschön, Jeremiah hat es auch schon so schön gesagt, an das Mediennetzwerk, dass wir hier in Zusammenarbeit dieses Format umsetzen können.